Es ist Montag, der 29. Januar. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stimmt, der Nachrichtentalk. Wir sprechen heute über eine neue Erdogan-nahe muslimische Partei, die bei den Europawahlen kandidieren möchte. Wir diskutieren über eine CO2-intensive Extraabholung von Annalena Baerbock, die jetzt bekannt wurde. Ein neues 8-Milliarden-Loch, das die Windenergie in Lindners Haushalt reinbläst. Und die Spitzenkandidatin der FDP für die Europawahl und ihre spezielle Freundschaft zu ihm hier, Spitzenkandidat der FDP Thüringen. Da wird ja in diesem Jahr auch gewählt. Thomas Kemmerich ist heute bei uns zu Gast. Auch die Autorin Sana Ramadani. Ihr aktuelles Buch Woke, wie eine moralisierende Minderheit unsere Demokratie bedroht, ist seit kurzem im Handel erhältlich. Also hier gibt es eine Kaufempfehlung. Und der ehemalige Umweltsenator Hamburgs, Fritz Farnhold, ist wieder bei uns. Das freut mich sehr. Meine Gäste, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Freut mich, dass Sie heute dabei sind. Liebe Zuschauer, freut mich auch, dass Sie dabei sind. Hier noch einmal der Hinweis, bitte unseren Kanal zu abonnieren, sollten Sie es noch nicht getan haben. Und jetzt starten wir mit Meldungen vom Wochenende. Außenministerin Annalena Baerbock hat zu Beginn ihrer Amtszeit angekündigt, klimafreundlicher reisen zu wollen. Sprich, öfter mit der Bahn zu reisen oder auf Linienflüge zurückzugreifen. Nun wurde bekannt, im August 2022 wollte die Außenministerin aufgrund eines kurzfristigen abgesagten Termins 3 Stunden früher aus Kopenhagen abreisen und nach Hause nach Berlin. Aufgrund der Ruhezeiten durfte die Flugbereitschaft, mit der sie gereist ist, nicht früher als geplant abfliegen. Was nun? Zug, Linie fliegen, einfach abwarten und wie geplant fliegen? Laut Bericht der Bild-Zeitung ist extra eine zweite Maschine aus Köln samt Ersatzcrew nach Kopenhagen geflogen, um die Ministerin und die Delegation wie gewünscht 3 Stunden früher nach Berlin zu fliegen. Die Kölner Maschine flog anschließend leer zurück. Herr Farnhold, sehr klimafreundlich war das Ganze nicht. Und man muss sagen, für eine grüne Ministerin Wasser predigen, Wein trinken? Also ich war ja auch schon mal Minister. Ich muss ganz offen sagen, wäre nie auf die Idee gekommen, dem Steuerzahler solche Zusatzkosten zu verursachen. Von der CO2-Bilanz schweige ich mal. Aber wir stellen ja doch fest, die Sitten sind mittlerweile so verkommen. Nicht? Wir bezahlen als Steuerzahler nun auch schon die Visagistinnen und die Fotografen, die Hoffotografen dieser Minister. Und man muss eigentlich, viel schlimmer ist ja eigentlich, jede Reise, die diese Ministerin macht, verteilt unser Steuergeld für groben Unfug. Das kommt ja hinzu. Denn ich meine, Fahrradwege in Lima zu finanzieren und den deutschen Bauern das Geld dafür wegzunehmen, das passt genau in dieses Bild von einer Ministerin, die wirklich die Bodenhaftung verloren hat. Ich weiß nicht, ob man das jetzt eins zu eins gleich aufwiegen kann, aber man muss schon sagen, Entwicklungshilfe zahlt Deutschland 33 Milliarden Euro. Aktuell musste gespart werden im Bundeshaushalt und von Entwicklungshilfe ist nichts gestrichen worden, zumindest nichts, wovon ich weiß. Und ja, bei den Bauern hatte man ursprünglich eine Milliarde eingesetzt. Es zeigt die Denkungsart, nicht, dieser Führer. Nicht? Es zeigt die Denkungsart dieser abgehobenen Elite in Berlin, dass sie sich sowas erlaubt, nicht? Diese Geschichte zeigt eben, dass, dass die Entfernung von den Bürgern mittlerweile meilenweit ist. Sonst würde man so etwas nicht tun. So etwas darf man nicht tun. Sowas darf eine Ministerin nicht tun. Naja, was wollen Sie denn erwarten von Menschen, die im Leben noch nie mal gelocht haben? Die noch nie wirklich für ihr Geld hart arbeiten mussten? Oder können Sie sich vorstellen, dass eine Frau Baerbock draußen mal als Bäckereifachverkäuferin gearbeitet hat oder sonst was? Also das, was die Grünen momentan machen und gerade speziell Frau Baerbock macht, ist nicht Wein trinken, sondern Wein saufen. Das ist es. Sie war vorher beruflich, glaube ich, im Völkerrecht tätig. Zumindest hat sie behauptet, sie kommt vom Völkerrecht. Herr Kemmerich, würden Sie sich sowas erlauben und spricht man Sie nicht genau auf diese Sache während dem Wahlkampf auf der Straße an und sagt Ihnen, deswegen trauen wir der Politik nicht mehr oder das kritisieren wir an der Politik? Also ich glaube, jeder, der tatsächlich hart sein eigenes Geld erwirtschaften muss, kommt nicht auf so eine Schnapsidee, wegen 3 Stunden so ein Fass aufzumachen, so etwas loszutreten. Und das zeigt tatsächlich die Abgehobenheit
welche Begründung sie sich auch dafür zurechtlegt. Und gerade bei dem, klar wird man darauf angesprochen. Das ist ja das, was auch das gesamte politische System erodieren lässt, dass man da kein Vertrauen mehr hat. Und was mich neben der persönlichen scheinbar fehlenden Eignung noch mehr erschüttert hat, ist, dass die gesamten Apparate in den Ministerien ja inzwischen auch scheinbar auf irgendeine komische Art und Weise dieses Lied mitsingen. Also früher hätte man anderen Außenministern aber schwer auf die Finger gehauen und sagt, das lässt du jetzt mal schön und kümmerst dich um den diplomatischen Weg, den die Bundesrepublik übrigens seit 60 Jahren eingeschlagen hat. Auch das hat sich ja alles gekippt. Das halte ich in Teilen ja noch für viel schlimmer, wenn die junge Dame durch die Welt reist und etwas von feministischer Außenpolitik erzählt. Beim chinesischen Außenminister dritte Reihe steht, also der dritte Stellvertreter des Stellvertreters, der dreht wahrscheinlich die Übersetzung aus und grinst in sich hinein und wir machen uns vor der ganzen Welt lächerlich. Und dieser Schaden ist ja kaum wiederbringbar. Dem diplomatischen Weg, der Deutschland immer ausgezeichnet hat, insbesondere Tradition Hans-Dietrich Genscher oder Walter Scheel, Genscher und so weiter und so fort, den haben wir in wenigen Monaten wirklich in Schutt und Asche gelegt. Das erschüttert mich fast mehr als die erkennbar nicht hinnehmbaren Kosten. Aber der außenpolitische Schaden, der Imageverlust, den wir haben weltweit, das wiegt, glaube ich, viel, viel schwerer. Von der interessensgetriebenen Außenpolitik hin zur wertegetriebenen Außenpolitik. Ja, auch, dass eine Aktivistin von Greenpeace plötzlich Staatssekretärin ist. Also schlimmer kann ich ja Vetternwirtschaft nicht treiben. Also Habeck hat ja eine ganze Familie eingestellt. Das sind ja so Dinge, die dann auch dazu führen, dass in den Ministerien nicht mehr sachgerechte, langfristige Entscheidungen getroffen werden. Und das ist das, was uns ja auf die Beine fällt. Früher blieben die Ministerien relativ intakt. Das half auch in der EU, in den Abstimmungsprozessen. Das sind ja alle Dinge, die nicht mehr funktionieren und wir blamieren uns Tag für Tag. Wir hatten doch vorletztes Jahr mit unserer ehemaligen Verteidigungsministerin, die musste Christine Lambrecht. Genau, die musste doch diesen Privatflug mit ihrem Sohn dann nachher selber zahlen. Was ist mit Baerbock? Nach meinem Verständnis her, da war ja ein Flugzeug, sie hätte nur 3 Stunden warten müssen. Das ist eigentlich eine Privatangelegenheit gewesen, weil sie schneller zu Hause sein wollte. Also rein theoretisch müsste sie doch die Kosten dafür übernehmen. Nach Berlin. Das Außenministerium hat es gerechtfertigt aufgrund der Anschlusstermine, dass man die ja nicht verpasst. Ja. Die Anschlusstermine waren laut Bild-Zeitung ein regierungsinternes Telefonat und eine parteiinterne Videokonferenz. Gibt es in Dänemark kein Telefon und kein Internet mehr? Ich glaube, das funktioniert in Dänemark besser als bei uns. Also. Das ist wahrscheinlich. Sogar in Albanien aber, hat man überall Netz. Ich glaube, wir haben jetzt vielleicht zu stark auf Frau Baerbock draufgehauen. Und ich glaube, ihre Vorgänger dürften es vielleicht ähnlich gemacht haben. Der Unterschied ist nur, sie hat selber vorher angekündigt, dass sie das ändern wird. Genau. Und da ist doch der Punkt, in dem ich sozusagen höhere moralische Maßstäbe ansetze und mich dann selber nicht dran halte. Auch das Außenministerium hat noch immer gesagt, es wird noch immer jede Reise überprüft, ob nicht auch ein Linienflug oder Zugreise gleichwertig möglich wäre. Wenn man dann aber ansetzt und sagt, sind die alle gleich schnell, nur dann steigt man um, wird man immer auf die Flugbereitschaft zurückgreifen, oder? Ja, es reicht nicht, bigott, das so ins Schaufenster zu stellen, sich dran zu halten. Das ist ja das auch, man kennt doch die Geschichten, dass sich grüne Minister mit einem dieselgetriebenen Fahrzeug 3 Ecken vor die Versammlung fahren lassen und dann mit dem Fahrrad vorfahren oder mit dem Elektroauto. Das ist ja alles, ne, die propagieren die freien, offenen Schulen, schicken ihre Kinder auf Privatschulen. Ja. Das ist doch das, was die Bevölkerung ausschließt. Es ist keine Authentizität da. Und ich sag mal, einem anderen Außenminister hätte man das sicherlich verziehen, wenn man sagt, okay, der muss dann vielleicht, hat er mal 3 Stunden Anrecht auf mehr Privatleben. Aber da muss ich erstmal on top erstmal eine Leistung abliefern, die einer Außenministerin für Deutschland gerecht wird. Und das tut sie eben nicht. Ja, und nicht vorher sagen, ich mache es besser als alle meine Vorgänger. Eine Meldung von heute, über die Sie, Herr Fahnenhold, unbedingt sprechen wollten, dass die Energiewende deutlich teurer als geplant wird, haben wir bereits in der vergangenen Woche thematisiert. Stichwort mittlerer 3-stelliger Milliardenbetrag laut Bundesnetzagentur. Nun bläst laut einem Artikel der Welt die Windenergie ein größeres Loch in Christian Lindners Haushalt als geplant. Statt den angenommenen 10 Milliarden dürften es 18 Milliarden Euro an Ausgleichskosten sein, also 8 Milliarden Euro mehr, die nun finanziert werden müssen. Das Ganze soll aus dem Klimatransformationsfonds gezahlt werden. Ja. Herr Fahnenhold, erklären Sie uns doch bitte nochmal, woher diese Kosten sind oder wie sie entstehen. Nun, es ist so, wenn es sehr viel Wind gibt,
dann produzieren wir mittlerweile mehr Strom, als wir benötigen. Und dann geht der Strompreis so gen Null, er geht auch teilweise ins Negative. Aber den Windparkbesitzern ist garantiert durch das EEG, dass sie 7,35 Euro Cent pro Kilowattstunde kriegen. Das heißt, diese Differenz wurde früher durch die EEG-Umlage durch jeden Bürger ausgeglichen. Jetzt kommt das aus dem Haushalt. Und Herr Habeck hat kein Geld mehr und Herr Lindner hat auch kein Geld mehr dafür. Diese 8 Milliarden müssen jetzt zusätzlich finanziert werden. Aber das Schlimme ist ja, es wird jetzt immer schlimmer. Das heißt, jetzt werden die Kosten der erneuerbaren Energien immer deutlicher. Ich meine, 18 Milliarden, welcher Bürger hat da überhaupt eine Vorstellung, was damit sonst gemacht werden könnte? Das heißt, dieser Klimatransformationsfonds, der wird jetzt gespeist von den Bauern, denen man jetzt 300 Millionen abzocken will, von uns allen. Wir müssen jetzt mehr CO2-Abgabe ab 1. Januar bezahlen. Und wenn das nicht reicht, muss Herr Lindner seinen Haushalt um 8 Millionen, wo auch immer, her transferieren. Und das zeigt eben, dass dieser Weg am Ende, dieser falsche Transformationsweg in die Erneuerbaren uns alle wahnsinnig viel Geld kosten wird. Das wird in diesem Jahr noch mal mehr und das wird im nächsten Jahr noch mal mehr. Das heißt, jeder Zubau von Windkraft führt dazu, dass diese Lücke immer größer wird. Mhm. Und wenn das dann noch in Bayern gebaut wird, das Windkraftwerk, dann müssen Sie ja noch mal feststellen, dass die Bayern kriegen ja noch mal on top noch mal 50%, das ist 11 Euro Cent Einspeisevergütung in Bayern für Windkraftanlagen, die eben nur halb so viel Ertrag machen, weil der Wind in Bayern weniger ist. Da muss man sehen, was ist das für eine verrückte Politik, dieses so ein Beglückungsprojekt für Bayern, damit die sich freuen, damit die auch Windkraftwerke bekommen, machen wir etwas Unvernünftiges. Das heißt, die Zuzahlung aus dem Haushalt wird immer, immer größer. Das muss man nochmal aufdröseln. Also es ist politisch gewünscht, so viel Windräder wie möglich zu bauen. Richtig. Damit die Anbieter Windräder bauen, damit sie es rechnet, sagen sie. Kriegen sie eine Festvergütung. Genau. Das heißt, wir bauen nur, wenn ihr uns den Strom auch sicher abkauft. Denn es gibt Zeiten, da wird so viel Strom produziert, dass Strom praktisch nichts wert ist am Markt. Genau. Da würden die mit der Windenergie durch die Röhre schauen. Richtig. Das wäre eine Risikoinvestition, die sich nicht trägt. Und darum sagen die, wir bauen nur, wenn ihr uns verpflichtend das Ganze für 20 Jahre lang, 7,35% für jede Kilowattstunde bezahlen, egal ob der Wind kommt oder nicht. Und wenn es dann zu viel Wind ist, dann werden ja sogar die Windkraftwerke abgestellt. Das sehen ja die Bürger alle, wenn sie durch das Land fahren. Den stellen sie mal fest, Moment, da sind ja zwei, drei kaputt. Nein, die sind nicht kaputt, die sind abgestellt. Aber der Investor bekommt das Geld trotzdem. Und zwar jetzt aus dem Haushalt, also von uns allen. Und ich habe mal eine Frage dazu. Wann sind die Verträge denn eigentlich gemacht worden? Wer hat diese Verträge mit den Windkraftbetreibern und alles gemacht? Sind die jetzt erst kurzfristig abgeschlossen worden oder schon vor einigen Jahren? Na gut, es gibt einige. Das Gesetz gibt es schon seit 2001. Das ist schon eine alte Tradition. Das ist sozusagen schon damals eingeführt worden. Aber jetzt, diese 7,35 sind von Herrn Habeck jetzt festgelegt worden. Nochmal um 50% mehr. Nicht? Das wurde ja immer weiter abgesenkt, die Einspeisevergütung. Aber das hat Habeck vor einem Jahr jetzt um 50% erhöht. Und insofern ist die Differenz, die jetzt größer geworden ist, auch zum großen Teil dieser Erhöhung zuzuschreiben. Gut, dann halten wir jetzt ganz wichtig fest, dass es Habeck mit seinem Ministerium ist dafür verantwortlich, dass wir als Bürger da draußen mehr zahlen müssen und jeden Cent, gerade die kleinen Familien, immer mehr umdrehen müssen und sich vielleicht auch für die Kinder nicht die zweite Matschhose bezahlen können oder was auch immer. Weil sie an Habeck, weil er da eigentlich, er müsste es doch wissen, dass das total idiotisch ist. Sie haben es doch jetzt gerade ganz einfach auch für mich erklärt. Ich bin in dem Thema nicht so drin, aber spätestens, wenn er sie angerufen hätte, sie gefragt hätte,
Dann hätte ich ihm gesagt, bau nicht so viele, denn wenn du so viele baust auf einmal, dann hast du ein Problem, dann, wenn der Wind sehr stark ist. Das gilt übrigens auch für die Solarenergie im Sommer, nicht im Mittag, wenn sozusagen die Sonne richtig schön über Deutschland scheint. Dann haben wir auch so viel Strom im System, dass der Strompreis zusammenbricht, wir aber auch den Solardachbesitzern bezahlen. Und das ist eine Politik, die zeigt eben, das ist völlig aus den Fugen geraten. Man hat tolle Ziele, man will Wind verdreifachen, Solar noch vervierfachen. Und dann kommt sozusagen in eine völlige Überproduktion von wertlosem Strom, den wir aber alle bezahlen müssen. Und muss dazu sagen, wenn keine Sonne scheint, wenn kein Wind weht, ja, müssen wir, um die Netze auszugleichen, Strom hinzukaufen, dann, wenn er besonders teuer wird. Das sogenannte Redispatching dann auch, um die, sozusagen die Leitung stabil zu halten. Kostenpunkt in etwa 5 Milliarden Euro im Jahr. Herr Kemmerich, Sie wollten... Kommt noch eine andere Dramatik hinzu. Es gibt ja auch aus Habeck'scher Feder dieses Windkraft-an-Land-Gesetz. Das sieht ja vor, dass wir tatsächlich die Flächen, auf denen Windkraftanlagen entstehen sollen, verdoppeln. Zum Beispiel für Thüringen 2,8% der Landesfläche. Also neben den Milliarden Schaden, den wir hier anrichten, kommt auch eine Verschandung der Landschaft hinzu. Es gibt immer noch den Fetisch, Wald durch Windkraftanlagen zu ersetzen. Wir kämpfen da seit langem gegen, kriegen immer unheimlichen politischen Widerstand aus einer bestimmten Ecke und werden immer als die Klimaleugner etc. hingestellt. Es macht aber, nachdem auch Professor Farnholz ja gesagt hat, überhaupt keinen Sinn, Wind weiter auszubauen, wenn eben dieser Strom nicht sofort verwendbar ist. Das ist ja der Kern. Solange wir die Speicher nicht haben, brauchst du nicht. Genau, Speicherleitungen. Und es ist immer der Fehler gewesen, der Produzent, dem war es egal, hat einfach produziert und wir als Gesellschaft müssen gucken, was wir damit machen. Ja. Auf wen haben wir zu bezahlen, ob wir nutzen können oder nicht. Und das ist ein Problem, was jetzt Milliarden schwer auf uns lastet. Und ich glaube, wir müssen mal wirklich an allen Stellen merken, das kann so nicht weitergehen. Und wir müssen auch dieses Habeck'sche Gesetz und diesen Irrsinn stoppen, weil sonst haben wir 2030 den doppelten Betrag wahrscheinlich da stehen, über den Sie gerade schon zitiert haben. Ich weiß gar nicht, ob man alles Habeck um den Hals hängen kann. Das ist schon Tradition aller Regierung vor, das war in der Merkel, in den drei merkelschen Regierungen, das ist schon der Fall, das war auch schon in der großen, es war schon in Rot-Grün, angefangen hat das mit Jürgen Trittin. Der Trittin hat jetzt, ja damals gesagt, kostet alles nur jetzt ein Kugel kommt Eis, etwas hinzu, jetzt sind wir in der Situation, früher waren das ein paar zig Millionen Beträge, das war ja nicht viel. Jetzt ist er ja sehr stolz, dass 50% des Stroms aus Erneuerbaren kommt. Das hat er ja gerade erklärt. Er ist ganz stolz darauf, dass wir das jetzt im letzten Jahr noch mal weiter nach oben gepusht haben. Aber wir hätten ihm sagen können, ja, deine 50%, die du jetzt feierst, die kommen uns alle sehr, sehr schnell und sehr schnell teuer zu stehen. Und deswegen muss man doch eigentlich jetzt erstmal einhalten. Erst wenn die Ersatzkraftwerke gebaut worden sind, erst wenn die Speicher gebaut worden sind, erst wenn die Leitungen gebaut sind, um das überhaupt in das Land zu bringen, dann kann man wieder weiter Windkraftwerke, bis der Arzt kommt, bauen. Aber nicht jetzt. Jetzt zahlen wir einfach für Phantomstrom, für Strom, den wir nicht gebrauchen können, Milliardenbeträge. Das müssen wir uns mal vorstellen. Wie soll sich eigentlich ein Landwirt vorkommen, dem man jetzt sozusagen die Dieselvergünstigung wegnimmt, um das in diesem Transformationsfonds gleich weiter zu verteilen an die Windkraftwerke? Ein Vielfaches ja davon. Das muss ein Vielfaches. Erleben. Und unser Dilemma ist ja, dass Herr Habeck ein Ministerium besetzt, was früher die Schlüsselrolle in der Wirtschaft gespielt hat, nämlich das Wirtschaftsministerium. Und er ist alles nur kein Wirtschaftsminister. Er ist ja auch Klimaschutzminister, beide sind einer. Ja, aber er ist Klimaidealist. Ja. Und das ist das Problem. Und wenn es auf Realität trifft, wie sie gerade es ja beschrieben hat, dann wird einfach die Realität ausgeblendet und der Idealismus weiter verfolgt. Es ist schwierig für ihn zu sagen, er hätte natürlich seiner Partei sagen müssen, Leute, haltet mal den Ball flach. Aber jetzt einfach zu verdoppeln, zu verdreifachen die Kapazität, das können wir nicht machen. Das können wir erst dann machen, wenn wir den Strom auch wirklich benutzen können, wenn wir ihn brauchen. Das wird vielleicht frühestens 2030 sein, wenn überhaupt. Wahrscheinlich gar nicht, weil wir wahrscheinlich diese Situation des Speicherns ja unseren Strom auch noch mal viel, viel teurer macht und am Ende unsere Arbeitsplätze dann auch noch gefährdet, weil wir natürlich ein Strompreisniveau haben, das also gegenüber Amerika und China. Aber wie weit er von der Realität weg ist, merkt man noch den höchsten Strompreis der Welt. Ja, das haben wir ja schon seit Jahren. Aber er sagt letztens auf die Frage Plastikabgabe, die ja dann umgewälzt werden sollte, dann müssen die Unternehmen einfach weniger Umsatz machen und weniger gewinnen. Können sie Zahlungen kompensieren? Also da fasst man sich an den Kopf. Oder er sagt, in der Ukraine stehen, der Meiler, der dort steht, kann weiterlaufen, weil er gebaut ist und wir schalten sie ab. Also man muss das einfach mal wirklich, ich bin von den Socken, dass auch die Grünen doch diese Prozente haben. Es ist an der Zeit, dass diese Transformationspolitik der
der Grünen wirklich beendet wird. Ja. Auch eine traurige Wahrheit. Der Grund, warum wir über 50% erneuerbare Energie haben, ist auch, weil dieses Jahr die Wirtschaft weniger Energie verbraucht hat. Und das deswegen kommt dieser prozentuale Anstieg auch. Dass es wirtschaftlich nicht gut aussieht im Land. Herr Farnhold, mich würde noch interessieren, wir haben vorhin von der Zeit gesprochen, in der keine Sonne scheint, kein Wind weht. Als Ausgleich sozusagen hätten Gaskraftwerke, viele davon, ich glaube 60 Stück hätten neu gebaut werden sollen. Jetzt hört man am Wochenende, die USA wollen kein LNG-Gas zukünftig liefern aus Klimaschutzgründen. Ja. Also Biden hat jetzt tatsächlich einen Stopp für 5 LNG-Terminals, die uns natürlich am Ende LNG liefern sollten, also Flüssigerdgas, verfügt. Er macht das aus innenpolitischen Gründen, weil er will den Gaspreis unten halten, denn jede Gallone, die sozusagen exportiert wird, erhöht den Preis in den USA. Und er ist jetzt ein bisschen gestiegen, er muss ihn also bis zur Wahl flach halten, hat dann das Klima bemüht. In der Tat ist allerdings der Transport von LNG nach Deutschland hochklimaproblematisch, da hat er schon recht. Das ist nicht der Grund, aber er ist in der Sache richtig. Man kann das mal auf den Punkt bringen. Das LNG, was also Herr Habeck in den Gaskraftwerken verbrennen will, führt zu einer CO2-Emission, die vergleichbar ist dem eines Kohlekraftwerks. Das heißt also, wir ersetzen Kohlekraftwerke in Deutschland durch LNG-gefütterte Gaskraftwerke, die aber wegen des Erdgasverlustes auf dem Wege, jeder Umschlag kostet eben Erdgasemissionen. Und Erdgas ist natürlich ein viel größeres Klimagas als CO2. Und da gibt es Berechnungen, die sagen, das ist so, als ob sie dieses Erdgaskraftwerk durch ein Kohlekraftwerk ersetzen könnten. Wenn wir eigenes Erdgas nehmen würden oder Pipeline-Gas, dann sieht das anders aus, dann ist die Bilanz sehr viel günstiger. Auch das ist etwas, wo man sagen muss, das wird teurer, es nutzt dem Klima nicht, aber es hört sich schön an. Und jetzt kommen wir aber auf die Situation, dass wir, das amerikanische Gas wird jetzt gestoppt, es kommt am Ende des Jahres noch etwas Neues hinzu, das russische Gas über die Ukraine läuft aus, das was nach Österreich und was nach in die Slowakei, nach Italien, Bulgarien, den gesamten Ostteil immer noch läuft über die Druzhba-Pipeline und die wird dann am Ende nicht mehr weiter betrieben, das hat die Ukraine schon gesagt. Und da hat ja Herr Habeck gesagt, dann liefern wir natürlich Erdgas aus Deutschland nach Österreich, solidarisch wie wir sind. Das heißt, ich kann jedem nur sagen, dieser augenblickliche Zustand der günstigen Erdgaspreise wird nicht mehr anhalten. Und deswegen kann ich nur jedem Bürger raten, gucken Sie sich Ihre Erdgasrechnung an, gucken Sie sich an, ob Sie auch demnächst jetzt einlocken können, einen mehrjährigen Vertrag, denn besser wird es ganz bestimmt nicht. Mhm. Habeck würde Ihnen entgegen auf die Klimaschädlichkeit der Gaskraftwerke, das ist ja nur kurzfristig so, langfristig sind ja alle geplant, dass die mit Wasserstoff betrieben werden. Ja. Von wie vielen Jahren reden wir hier? Ja, also das ist so eine schöne, auch ein weiteres Märchen. Nicht? Wir stellen doch jetzt bitte schön alle Gaskraftwerke dann irgendwann mal in 5 oder 10 Jahren auf Wasserstoff. Das hören wir übrigens auch vom Bundeskanzler. Das ist natürlich großer Irrtum, denn sie müssten natürlich dann erstmal den grünen Wasserstoff erzeugen. Und wenn man dann die Rechnung aufmacht, dann muss ich leider dem Bundeskanzler sagen, du weißt schon, ich kann das ja als Genosse sagen, dass das dreimal so teuer wird. Nicht? Also das ist einfach wegen der geringen Effizienz des Wasserstoffs beim Wiederverbrennen so, dass wir dann mit einer Verdreifachung der Stromkosten rechnen müssen. Also das sollte man wirklich sich noch mal ganz genau überlegen. Hört sich gut an, Wasserstoff geht auch technisch, aber er wird einfach unbezahlbar. Und damit ist eine deutsche Grundstoffindustrie nicht mehr auskömmlich zu betreiben. Sind triste Aussichten. Ich hoffe, das nächste Mal, wenn Sie... Wir haben eigenes Erdgas. Wir brauchen nur in Fracking. Norddeutschland zu bohren. Wir hätten das schon vor 2 Jahren anfangen können. Dann hätten wir das Gas jetzt preiswert, viel umweltfreundlicher als aus den USA importiert. Aber man hat den Mut nicht. Dazu hat man nicht den Mut, dann auch gegen seine grünen Kombattanten. Ja, aber es sind doch nicht nur grüne Kombattanten. Also es gibt nicht nur die politische Mehrheit. Alle sind dagegen. Herr Kemmerich, was würden Ihre
Bürger sagen, wenn sie vor Ihnen treten und sagen, hier fangen wir an, Fracking zu betreiben? Also ich weiß, in unserer Wählerschaft und in den Leuten, die mit der FDP sympathisieren, eine große Zustimmung zum Fracking. Das hat sich sicherlich geändert jetzt durch den Druck, den wir in den Märkten haben. Aber Schiefergasgewinnung oder das Schiefergas gewinnen wir aus ähnlichen Bohrlöchern, Bohrsituationen auch aus Europa, nicht nur aus Amerika. Also ob wir das nun in Dänemark anbohren, die Blasen, oder in Holland. Wir haben ja für mehrere Jahre eher Generationen Gas unter uns liegen. Ob man jedes Loch explorieren kann, weiß ich nicht. Aber man sollte auf jeden Fall forschen. Das Verbot geht ja auch übrigens auf Herrn Habeck zurück. Da haben wir ihn wieder. Und man sollte endlich mal einfach mutig sein und jetzt erforschen wir das. Und wie schnell man dahin kommt. Aber es ist ja ein Signal an die Märkte. Wir sagen, wir erforschen das, wir haben es in 2-3 Jahren und schon hast du Druck aus den Märkten genommen und bist Eigenversorger, bist unabhängig. Und nochmal über Fun Fact, weil wir die auch immer gerne haben, wenn Sie das mit AfD-Vertretern diskutieren, die sind übrigens auch gegen Fracking. Die sind ja immer gegen alles. Und ich glaube, das ist mal ganz wichtig herauszuarbeiten, wer steht da wirklich an der Seite des deutschen Mittelstands, der deutschen Haushalte, nämlich diejenigen, die sich tatsächlich für bezahlbare Energie in der Zukunft auf lange Sicht aussprechen. Aber ich weiß gar nicht, ob sozusagen, weil Sie sagen, die sind dafür, ich bin mir gar nicht sicher, ob die Mehrheit dann dafür ist. Es ist ein bisschen wie Kernenergie. Jeder hätte gern Kernenergie, will aber weder das Kraftwerk bei sich haben, noch das Endlager. Bei Fracking dürfte es ja ähnlich sein. Jeder hätte gern Fracking-Gas, aber bitte nicht in meiner Umgebung danach bohren. Ja, aber ich meine, it's not in my backyard, das ist immer das Problem. Und, aber im Gegensatz zu Windkraftanlagen, die man wirklich vor der Haustür hat, ist ja die Teile, wo wir die Erdgas-Explorierung fördern können, sind die in großen Teilen unbewohnt. Also das sind ja, meiste liegt wohl in Niedersachsen. Sachsen-Anhalt. Und da gibt es Gebiete, wo so meilenweit oder kilometerweit also keine Urbanisation ist. Und wir fracken übrigens jeden Tag. Wir machen Geothermien. Das ist auch nichts anderes als Fracking. Ja. Also da, die Technik wird angewandt, nur für das moralisch nur Richtige. Und ich glaube, und ich habe mit den Bergbauprofessoren gesprochen, wir machen irgendwie Tausende von Fracks pro Jahr. Inzwischen ist das nicht mehr die Technik, die wahrscheinlich nie so schlecht war wie diese brennenden Wasserhähne, die wir da aus den USA mal vorgespielt bekommen haben. Das hat es nie gegeben wahrscheinlich. Und nochmals, wir sind 20 Jahre weiter. Deutsche Ingenieure werden das Problem lösen. Und ich bin mir auch sicher, dass wir erst... Nur lassen. Nur lassen. Es gibt immer die Low-Hanging-Fruits, also die ersten Vorräte, wenn wir leichter explorieren können, dann wird es was komplizierter. Aber nochmal, die Botschaft muss so sein, wir sind energieautark, gerade in diesem Thema. Und so sind wir immer abhängig von Frankreich, Atomstrom, von Gaslieferungen, wo der politische Wille noch eine große Rolle spielt, Pipelines ab und zu drehen. So haben wir für Generationen wirklich die Möglichkeit, eine Grundversorgung für uns selber zu gerieren. Und das halte ich für unheimlich wichtig. Und wir merken ja, die Industrie echt, Sie haben von der Grundstoffindustrie gesprochen, die ja einen großen Exodus macht. Und auch da wieder, man kann ja nicht sagen, wir machen jetzt hier mit Milliarden Subventionen grünen Stahl, wenn er auf der Welt nicht konkurrenzfähig ist. Oder nur mit Milliarden Subventionen. Also wir müssen da wirklich mal in der Tradition der Wirtschaftsminister, die wir wirklich toll mal hatten, weiterdenken. Und nicht in einer hoffentlich bald endenden Tradition des ersten Klimaministers, weil der ruiniert die deutsche Volkswirtschaft. Hier machen wir einen Punkt. Eine weitere Meldung, über die ich mit Ihnen noch kurz sprechen möchte. Die Bundespolizei soll Martin Sellner beim Einreiseversuch aufhalten und ihn abschieben. Ein Mailverkehr dazu liegt News vor. Dafür muss eigentlich eine tatsächliche und hinreichend schwere Gefährdung vorliegen, die ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt. So verlangt es das Gesetz. Martin Sellner gilt als Kopf der Identitären Bewegung Österreichs, die als rechtsextrem eingestuft wird. Vor wenigen Minuten hat er seinen Versuch, in Passau einzureisen, im Internet live gestreamt, wurde von der Polizei an der Grenze abgefangen, dann, ich schätze mal, für längere Zeit im Auto festgehalten. Aber ich habe mittlerweile gehört, er ist eingereist nach Deutschland. Herr Kemmerich, wie kann man eine einzelne Person so groß machen? Die Antwort kann ich Ihnen auch nicht geben, aber ich teile Ihre Einschätzung, dass das völlig unsinnig ist. Also vor wenigen Tagen oder Wochen wusste kein Mensch in Deutschland oder die wenigsten, die allerwenigsten, wer das überhaupt ist. Und mit diesen ganzen Aktionen, die wir seit Wochen diskutieren, auch diese Aktion heute, ein völlig selbstverständlicher Fall, Freizügigkeit in Europa. Es bewegt sich ein Österreicher nach Deutschland und fährt immer wieder nach Hause. Das sind die banalen Fakten des Falls.
Also der kann jetzt keinen Umsturz organisieren während seines Aufenthaltes. Also ich halte unsere Demokratie wirklich für mehr als gefestigt, einen Herrn Sellner auch hier in Deutschland auszuhalten. Also wir haben ihn einfach berühmt geredet, wir bringen ihn in eine Opferrolle. Und ich möchte nicht wissen, wie viel jetzt aus reiner Neugier sich auch seine Texte plötzlich durchlesen. Das hätte vorher überhaupt kein Mensch gemacht. Also wir züchten wirklich einen Popanz hoch. Und da zeigt es, soll damit von anderen Dingen abgelegt werden. Denn von Dingen, die uns wirklich gerade ja beschäftigt haben. Genau. Soll uns ablenken von den wirklich berechtigten Bauernprotesten, die um ihre Existenz bangen. Der Spediteure, die über Nacht eine Mauterhöhung bekommen, der Handwerker, die gepeinigt sind, die gesamte Mittelstand, die von der Bürokratie wirklich drangsaliert wird. Ja. Ich bin überhaupt kein Verschwörungstheoretiker, aber ich bin ein Mensch, der sehr pragmatisch und realistisch denken möchte. Und Helmut Schmidt hat, glaube ich, mal gesagt, wenn ökonomische und politische Vernunft vermisst wird, dann entstehen Extreme. Und das ist ja das, was wir auch gerade beklagen, dass Entscheidungen getroffen werden, die keiner nachvollziehen kann, aus dem gesunden Menschenverstand, aus dem Basiswissen, was wir alles haben. Und sich dadurch die Proteste eben gerade da hochschaukeln, auch auf den Straßen dieses Landes. Und das ist keine schöne Entwicklung. Mhm. Extreme, Sie haben es angesprochen, Martin Sellner kannten nur die wenigsten. Ich habe mir angeschaut, seinen Livestream haben da 10.000 verfolgt, die jetzt um kurz nach so 17:30 hat er gestartet, dran waren, um zu schauen, ob es funktioniert. Sein letztes Buch auf Amazon komplett vergriffen, wird für 130 Euro gehandelt. In 2 Tagen erscheint sein neues Buch im Taschenbuchformat. Ich schätze mal, das wird Platz Nummer 1 der Amazon-Verkaufsliste. Herr Sellner ist ein Extremist, der ist es nicht nur geworden aufgrund der aktuellen Ampelpolitik, sondern der war es auch schon davor, wurde als gefährlich eingestuft, schon unter der schwarz-blauen Regierung. Und jetzt wird er so ein bisschen gefeiert wie ein Popstar, hat diese Märtyrerrolle aufgrund der Korrektivberichterstattung, an der man auch sehr, sehr viel kritisieren könnte, aber das Thema machen wir jetzt nicht auf. Aber was da auch reinschwingt, und das haben Sie ein bisschen erwähnt, dadurch, dass die Regierung und die Politik so gegen ihn vorgeht, wird so getan, als wäre aufgrund einer einzelnen Person tatsächlich die Demokratie in Gefahr. Und das ist sie doch nicht, Frau Ramadani, oder? Nee, auf keinen Fall. Nicht durch Sellner. Das Problem ist einfach, dass er jetzt Märtyrer ist. Er ist ein Märtyrer für die ganzen kleinen, richtigen Nazis da draußen, die auf diesen Märtyrer gewartet haben. Aber ganz ehrlich, ich fühle mich von diesen Sellner nicht bedroht. Aber ich muss auch zugeben, ich bin froh, dass er nicht in unserem Land ist. Ich möchte, dass solche Menschen abgeschoben werden, auch wenn sie nur aus Österreich sind. Aber gleichzeitig möchte ich auch, dass Hamas-Unterstützer abgeschoben werden, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Ich möchte nicht, dass hier einfach irgendwelche Taliban einreisen können und in Moscheen ihre Reden halten können. Wie kann es sein, dass Taliban, dass Hamas, dass IS-Funktionäre hier hinkommen, ihre Reden halten, nicht abgeschoben werden, einfach nur durchgewinkt werden, dass jeder in unser Land kommen kann, ohne sich irgendwie auszuweisen, aber ein Rassist und ein Neonazi, und das ist Sellner. Er ist wirklich Antisemit hoch 3, dass der direkt verhaftet wird und ausgewiesen wird. Da schaffen sie es. Obwohl man ja weiß, wer es ist. Aber die Tausenden, die hier hinkommen, die werden nicht abgeschoben. Das ist okay. Also bei Österreichern abschieben aufgrund ihrer politischen Einstellung würde ich gerne so ganz leicht widersprechen. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Muss ich aufpassen, wie sehr ich hier die Ampel. Er ist nationalistisch, er ist demokratiefeindlich und er steht nicht hinter unserem Grundgesetz und hinter unserer Verfassung. Er ist verfassungsfeindlich. Dementsprechend hat er natürlich nichts in unserem Land zu suchen. Genauso wenig wie ein Hamas-Unterstützer, ein Hamas-Funktionär oder irgendwelche Taliban. Die müssen genauso abgeschoben werden. Aber da sehe ich das Problem, dass das nicht getan wird. Wieso wird hier nach zweierlei Maß gemessen? Haben die Deutschen Angst, wenn sie einen Neonazi abschieben, dass sie dann hier gefeiert werden, unsere Regierung? Aber wenn sie einen Islamisten abschieben, dass sie dann wieder die bösen Nazis sind? Aber das ist doch auch ein Punkt, wo Martin Sellner mit dieser Aktion den Finger in die Wunde legt. 300.000 Menschen befinden sich in Deutschland eigentlich und müssten abgeschoben werden. Die meisten davon geduldet, aber bei 60.000
müssten abgeschoben werden. Der deutsche Staat bekommt es nicht hin. Wir reden hier von, wenn es gut läuft, 600 Abschiebungen pro Jahr mehr, die aufgrund der härteren Gesetze möglich sein sollten. Und auch die wurden verwässert. Und dann klappt es bei einem Österreicher. Und da legt er doch den Finger in die Wunde. Ja, vielleicht gibt es ja dann doch auch mal ein Nachdenken, wie unterschiedlich das gehandelt wird. Ich meine, Idiotie wird ja vom Grundgesetz noch toleriert. Also für mich ist das ein Idiot. Und ich habe da noch nie was von dem gelesen, werde es auch nicht tun. Ich glaube wirklich, man hat so ein bisschen den Eindruck, da wird jetzt ein Theaterdonner erzeugt, um auch ein bisschen abzulenken von anderen Themen. Und das ist sozusagen jetzt nochmal eine weitere Verstärkung der jetzt mobilisierten Menschen, die man in den Städten als Anti-Rechts-Demonstrationen sozusagen willkommen geheißen hat. Und deswegen passt das da rein. Und am Ende wird es, glaube ich, nicht dazu führen, dass hier der Umsturz verhindert wird, aber dass Menschen doch sagen, habt ihr das nötig, solches Übermaß hier vorzuführen? Ich denke da noch an Boris Palmer, der am Freitag vergangener Woche in einem Interview gesagt, da ging es um die Korrektivrecherche, dass, wenn das so stimmt, und wir wissen mittlerweile, daran ist viel zu kritisieren, wurde nicht so gesagt, aber es geht ja darum, was die Leute denken. Wenn das so stimmt, erwartet er sich eigentlich vom Bundeskanzler, dass der vor die Leute tritt und sagt, Leute, habt keine Angst, unsere Demokratie ist in keinster Art und Weise gefährdet, nur weil sich 20 Leute in Potsdam treffen und irgendwas daher fantasieren. Dafür ist unser Staat fest genug, die Institutionen funktionieren. Das ist nicht umsetzbar, habt keine Angst. Aber er tut's nicht. Im Gegenteil, er findet all diese Demonstrationen gut, befeuert das Ganze natürlich, es bringt ein bisschen Druck raus aus der Situation. Die Bauernproteste sind plötzlich vergessen. Ja. Aber ist es nicht eigentlich die staatsmännische Aufgabe, gerade des Bundeskanzlers, den Leuten zu sagen, in diesen Situationen, habt keine Angst, unsere Demokratie ist nicht gefährdet? Naja, wir erwarten, glaube ich, nicht mehr so viel. Das ist nicht der kommunikationsstärkste Kanzler, den wir da haben. Und deswegen muss man, glaube ich, da die Erwartung, dass er führt und uns auch die Themen näher bringt, das kann man nicht erwarten, glaube ich. Er ist auch nicht mehr. Er ist der unbeliebteste Kanzler aller Zeiten. Ja. Da wird schon spekuliert, man könnte ihn doch austauschen gegen den aktuell beliebtesten Politiker, auch aus Ihrer Partei, nämlich Boris Pistorius. Aber der ist deswegen ist so beliebt, weil er auch nicht so bekannt ist. Naja, aber ich finde schon, dass er momentan ganz gut zeigt, dass er... Ein Verteidigungsminister hat natürlich immer ein Prä, nicht? Aber würde ich gar nicht so sagen. Ich finde, Frau Lambrecht war keine beliebte Ministerin. Nee. Frau Annegret Kramp-Karrenbauer war auch keine beliebte Ministerin. Auch Ursula von der Leyen, der hat jetzt das Amt als Verteidigungsministerin auch nicht sehr gut getan. Also ich finde, jetzt reden Sie Herrn Pistorius mit seiner klaren Ansprache, der so gut ankommt bei den Leuten, laut Umfrage, ein bisschen klein. Ja, aber... Kanzler zu sein von so einem Trio Infernale, das ist nicht ganz so einfach. Nicht? Da haben Sie eine grüne Seite, die Sie ja nicht wegdiskutieren können. Und Sie haben eine eigene Partei, die ja lieber sozusagen die Industrie von dannen ziehen lässt. Das wird dann auch Herrn Pistorius ereilen. Der müsste ja eine politische Korrektur machen. Und das ist die große Frage, die ich stelle. Sie haben vor allen Dingen eine eigene Partei, die aus sehr, sehr vielen Parteigenossen besteht, die gerade gut verdienen und ein großes Interesse daran hätten, bei der nächsten Bundestagswahl so viel Prozent wie möglich zu holen, um auch wieder in den Bundestag einzuziehen. Und das scheint mit dem aktuellen Kanzler nicht so leicht zu gelingen, wie es mit einem Herrn Boris Pistorius passieren dürfte. Gut, also das warten wir mal ab. Also die, wie gesagt, ob das uns dann am Ende hilft, ob das der SPD hilft, das bezweifle ich. Der SPD hilft nur, wenn sie sich der Interessen der Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung nähert und deren Interessen artikuliert, so wie das frühere Kanzler gemacht haben. Das fängt an bei Schröder, das muss ich schon sagen, das fängt an bei Schmidt und anderen. Und wenn man das wieder tut, dann kriegt man auch mehr als 13%.
Hören Sie die Stimmen, die dasselbe fragen wie ich, auch aus Ihrer Partei? Wird darüber schon spekuliert, diskutiert, so wie es die Bild-Zeitung schreibt? Das liest man ja schon in den Medien, dass darüber diskutiert wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man jetzt noch mal die Europawahl abwarten wird, um das noch mal ein bisschen stärker zu diskutieren. Europawahl ist ein sehr gutes Stichwort. Am 9. Juni findet sie nämlich statt. Zum ersten Mal tritt die DAWA-Partei in Deutschland an. DAWA steht für Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch und soll etwas wie ein Ableger der türkischen AKP sein, der Partei von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Die Partei richtet sich vor allem an muslimische Wähler. Davon gibt es 2,5 Millionen in Deutschland. Mit der neuen Staatsbürgerschaftsreform könnten es bis zu 5 Millionen Wähler sein. Frau Ramadani, Sie sind Muslimin, zumindest als Muslimin erzogen worden. Würden Sie, Muslimin, sagen wir es mal so. Ja, würden Sie die Partei wählen? Auf gar keinen Fall. Ich wähle keine Islamisten und würde es auch niemandem empfehlen. Weil wer diese Menschen wählt, es ist unglaublich, dass Männer eine Partei gründen können oder Menschen eine Partei gründen können, deren Vereine wegen offizieller Terrorunterstützung der Hamas und anderen Terroristengruppierungen verboten wurden in Deutschland. Wie kann sowas passieren? Wieso? Wie kann ich verstehe es nicht. Das übersteigt alles. Und wie kann es sein, dass wir wirklich solche Parteien, die auf jeden Fall AKP-nah und auch antisemitisch, offen antisemitisch sind, ist ja jemand, der offen antisemitisch ist, der auch den Genozid an den Armeniern leugnet, obwohl Deutschland den anerkannt hat. Wie kann das sein, dass wir über AfD-Verbot sprechen, dass wir über NPD-Verbot sprechen und über andere, aber so eine Partei hier in Deutschland zur Wahl zulassen? Wie kann sowas passieren? Können Sie beide mir als alte Hasen das erklären? Ich kann Ihnen das nicht erklären. Das müssten Sie die Innenministerin fragen. Aber ich kann mir das, ich kann das verständlich machen. Es war ja immer die große Hoffnung der Linken, der SPD und der Grünen, dass durch ungebremste Zuwanderung nach Deutschland sich die Mehrheitsverhältnisse auf der Linken stabilisieren. Das war sozusagen aus meiner Sicht einer der Antriebe, zu sagen, das nutzt uns am Ende. Mhm. Ne? Und jetzt haben sie eine Konkurrenzpartei. Aber ich bin mittlerweile fast der Überzeugung, dass der ein oder andere auf links, rot, grün hofft, dass er da einen neuen Koalitionspartner findet. Also ich sehe die nicht als Gefahr. Die wenigsten Muslime werden die wählen. Ich kann Ihnen auch sagen, Muslime sind nicht eins. Natürlich glauben Muslime oder an den Islam und man verbrüdert sich ja schon mit anderen Muslimen eher, aber keiner dieser Menschen will eigentlich so leben wie in der Türkei, weil sonst würden sie ja in der Türkei leben. Es ist natürlich viel einfacher, einen Erdogan hier in Deutschland zu wählen, wenn man hier in Deutschland lebt. Mhm. Aber in der Türkei selber leben ist schwierig. Ich bezweifle das, dass die wirklich irgendwie an Macht gewinnen. Sollen sie von mir aus auch einen Posten in der EU kriegen? Das ist, ich sehe sie nicht als Gefahr. Ich sehe das aber allerdings als Gefahr, dass diese Menschen Zuspruch bekommen, dass die Menschen unheimlich viel Beachtung kriegen. Und da spielen die Medien natürlich auch mit, wenn wir das immer mehr verbreiten und mehr Muslime das mitkriegen, weil die wenigsten Muslime kennen die. Die kennen die Muslime, die in die Moschee gehen, die vielleicht in Hamburg in der Moschee sind oder hier in Berlin sind. Aber das ist doch eine Minderheit. Das ist gar nicht der Rede wert. Aber ich als Deutsche mit Migrationshintergrund und geborene Muslimin kann sagen, dass ich diese Menschen, solche Islamisten und solche Terrorunterstützer nicht in der Politik haben möchte und es nicht verstehen kann, wie solche Menschen hier mit unseren Gesetzen, mit unserer Demokratie umgehen und sie aushöhlen und sie auf irgendeine Art und Weise bedrohen. Aber an sich sehe ich sie nicht als Bedrohung an, sondern ich sehe andere als Bedrohung. Und zwar sehe ich diese Hamas-Unterstützer, die momentan in Berlin auf die Straßen gehen, die in Deutschland weit auf die Straßen gehen. Das ist für mich eine viel größere Gefahr derzeit als vier Männer, die sich jetzt wichtig tun wollen. Das eine schließt das andere nicht aus, um ein paar Dinge einzuwerfen.
Die AKP, also die Partei von Recep Tayyip Erdogan, hatte eine Wählerschaft oder hat bei der letzten Wahl vergangenes Jahr ca. 70% geholt in Deutschland. Also Türken, die in Deutschland wohnen, haben zu 70% für Erdogan gestimmt. Weil Sie sagen, die Partei ist nicht bekannt. Ich kenne sehr, sehr viele Türken hier, die vor allen Dingen türkische Medien konsumieren und gar nicht so sehr deutsche Medien. Und ich glaube, wenn die Partei so gute Verbindungen zu Erdogan hat, dann wird darüber auch in den türkischen Medien stark berichtet. Also ich glaube schon, dass diese Partei auch das Potenzial hat, bei türkischen Wählern, die sie ansprechen möchte, auch tatsächlich bekannt zu werden. Ja, aber bei den Türken. Sie sehen ja bei den Albanern zum Beispiel nicht. Die Mehrheit der Albaner sind auch muslimisch und ich kann Ihnen mit Sicherheit sagen, auch wenn die Albaner häufig auf Seiten der Türkei stehen, keiner von den Albanern wird eine Türkei-Partei wählen. Und es gibt ja noch viel mehr. Es gibt People of Color, die muslimisch sind. Die werden türkische Parteien auch nicht wählen, weil türkische Nationalisten sind total rassistisch gegenüber People of Color. Auch wenn sie Muslime sind. Also, wie schon gesagt, natürlich gibt es in den Großstädten diese Türken, die sie vielleicht wählen, aber das ist keine Menge. Das ist keine. Das sind mehrere Millionen Türken, die in Deutschland wohnen. Aber in Deutschland. Aber es, nicht jeder Türke ist Moslem und nicht jeder Türke ist ein Islamist und nicht jeder Türke ist ein Erdogan-Anhänger. 70%. Also darüber müssen wir nachdenken. Wir haben in der CDU auch viele Türken, die wählen. Selbst die AfD hat Türken. Also bitte. Herr Kemmerich, wie sehen Sie das Wählerpotenzial einer muslimischen Partei in Deutschland? Also ich würde anders ansetzen. Also wir machen jetzt auch wieder viel Wahlwerbung für diese neue Gruppierung. Da müssen wir vorsichtig sein. Genau. Und ich glaube, wir sollten einfach noch streng auf unsere Rechtsordnung achten. Ja. Wenn es ein Potenzial für eine Partei ist, dann darf ich die nicht deshalb verbieten, weil sie ein Potenzial hat. Aber wenn sich die Gründer der Partei außerhalb unseres Grundgesetzes bewegen, dann muss ich da frühzeitig einschreiten, bevor ich wieder zu spät komme mit einem eventuellen Verbot. Und deshalb, wir haben eine Rechtsordnung, die gilt für jeden. Und dass das nicht mehr gleich gilt, haben wir eben in der Vorsequenz schon diskutiert. Ich glaube, das ist auch das Störgefühl von vielen Mitbürgern unseres Landes. Für jeden gilt die gleiche Rechtsordnung. Und wenn ich mich an anderen Stellen skeptisch äußere, wird es ignoriert. Wenn Leute wie jetzt im Louvre Suppen gegen die Mona Lisa schmeißen, werden sie in Teilen gefeiert. Mhm. Und die Leute sagen, wie kann das sein? Und ich glaube, da müssen wir einfach mit gleichem Maß messen. Wir hatten es eben auch von, haben das schon zitiert. Und das ist das Wichtige. Das Potenzial, wenn jeden Tag gründet sich gerade eine Partei, besonders gefährlich ist mit Europa, weil es die 5%-Klausel doch nicht gibt. Und da rutscht dann schnell einer rein mit einem Prozent und ist dann europäischer Abgeordneter, wie so manch anderer. Aber das wird auch die Demokratie aushalten. Was wir aber nicht aushalten, ist das offen antisemitische Auftreten, das offene Unterstützen der Hamas. Hier in Berlin offen aggressiv auf den Straßen. Wo mir die Leute sagen, ich traue mich nicht mehr vor die Tür. Und die Videos von diesen Aufzügen haben wir ja gesehen. Das müssen wir überwinden, weil das ist das, wo die Leute sagen, was ist denn hier bei uns los? Schauen wir uns mal die Kandidaten an. Der Hamburger Arzt Mustafa Yoldaş, laut Bundesinnenministerium aktenkundig wegen Unterstützung der Hamas und nahestehenden Organisationen. Darf ich ganz kurz einhaken? Der Yoldaş gegen den Yoldaş, Sie wissen, ich war ja Filmgründerin. 2013 war das, glaube ich, habe ich halbnackt vor dem protestiert im Roten Rathaus. Da lief nämlich dieses Verfahren, Verbotsverfahren und alles. Da durfte im Roten Rathaus bei einer Islamistenkonferenz eine Rede halten. Und da habe ich gegen ihn protestiert. Damals habe ich schon gesagt, wie kann das sein? Vor allem im Roten Rathaus haben sie ihn sprechen lassen, wo gleichzeitig doch ein Verbotsverfahren wegen seiner Terrorunterstützung lief. Rotes Rathaus, das war... Nö, habe ich nichts mit zu tun. Als Hamburger heißt nicht, das Rote Rathaus heißt nicht deswegen rot, weil es sozusagen... Nein, das Rote Rathaus hier in Berlin. Ach so, das Rote Rathaus, weil hier Hamburg, ich dachte mir, weil Sie ja Umweltsenator Hamburg waren. War das. Okay, weil der Arzt aus Hamburg kommt. Das Rathaus ist schön grau okay. mit einem grünen Dach. Okay. Entschuldigung, ich habe es verwechselt, weil der Herr aus Hamburg ist und Sie hier für die Hamburger Regierung tätig waren. Der zweite ist Arzt Ali İşan Ünlü aus Niedersachsen, Funktionär der türkischen Organisation DİTİB.
kennen wir auch, gibt es auch direkte Verbindungen zu Erdogan. Fatih Singal, Anwalt, ehemaliges SPD-Mitglied, ausgetreten wegen Thilo Sarrazin. Und der Gute ist auch AKP-Lobbyist, bezweifelt den Genozid an Armenien, schimpft auf die PKK und die Gülen-Bewegung. Dann haben wir noch den Spitzenkandidaten Tayfik Özkan, Parteichef, auch ehemaliges SPD-Mitglied. Ausgetreten wegen der Unterstützung Israels. Ja, das ist schon interessant, wen wir da alle sozusagen bei uns versammelt haben. Und das zeigt mir ja eben, dass wir, ich denke mal, in den letzten 10 Jahren in der SPD ein paar falsche Leute in die Partei bekommen haben und ein paar gute Leute verloren haben, leider. In der CDU aber genauso. Also es ist ja bekannt bis heute, dass wir eine Menge graue Würfel in der CDU hatten, gerade in NRW. Herr Kemmerich, es tut mir leid, Sie sind auch ein bisschen der Vertreter der Ampel. Ich kann Sie da nicht rauslassen als FDP-Politiker. Mitglied der neue Staatsbürgerschaftsreform erlaubt es Mitbürgern bzw. Ausländern nach 3 Jahren, wenn sie sich besonders sozial engagiert haben, die Staatsbürgerschaft zu beantragen oder normal nach 5 Jahren. Doppelstaatsbürgerschaften sind möglich. Wenn ich mir anschaue, wie viele Neueinbürgerungen es im letzten Jahr gab, und da gibt es noch nicht die neue Regel, reden wir von 30% mehr. Die Top 3 Länder, alles muslimisch geprägte Länder. Es ist Syrien, es ist Türkei, es ist Irak. Wenn diese Menschen zum Großteil eventuell diese Partei wählen, macht es doch eine muslimische Partei deutlich stärker in diesem Land, aber mit dahin einhergehend Integration auch schwieriger, oder? Also wir sind jetzt im sehr Spekulativen. Also die meisten Syrer, die ich kenne, die die Flucht nach Deutschland angetreten haben, haben christliche Prägung. Ist ja auch der Grund, warum sie flüchten mussten. Und das gilt auch für die... Nicht nur, nicht oder? Nur, nein, aber die meisten sind doch aufgrund ihrer christlichen Prägung. Also ich kenne da eine ganze Menge Reihe. Ich kenne die Statistik jetzt nicht so sehr, aber ich würde jetzt nicht so ins Spekulative geben. Wenn wir über die Frage der Migration und Integration reden, dann müssen wir da wirklich grundsätzlich anfangen. Dann sind wir bei dem Problem, wer betritt überhaupt unser Land? Und das muss wirklich mit einem ausdrücklich Erlaubnisgrund sein und nicht mit Spekulation, nicht mit weggeworfenem Pass, nicht mit Seenotrettung in die falsche Richtung, sondern es muss wirklich der Grund vorliegen. Deshalb ja auch die Idee, außerhalb der europäischen Grenzen diese Verfahren zu prüfen. Wir müssen uns davon lösen, Zuwanderung über ein romantisches Asylrecht zu organisieren. Keiner will Asylrecht absprechen. Keiner. Finde ich, kenne ich gern. Aber es ist ein ganz kleiner Teil, die tatsächlich einen Asylgrund haben. Alles andere kommt mit der Möglichkeit, einen Asylgrund zu haben, nach Europa und letztlich auch nach Deutschland. Die Verfahren sind viel zu lange. Sie sprachen es eben mal an. In Thüringen dauern sie 20 Monate. In Rheinland-Pfalz 6 Monate. Soweit ich weiß, in Holland 4 Wochen. Also da kann man auch viel schneller Verfahren organisieren. Nochmals außerhalb der europäischen Grenzen. Wirklich, die Grenzen müssen zu sein. Und dann stellt sich das Problem, wie Sie es gerade zitiert haben, auch gar nicht. Weil dann habe ich vorher ausgewählt, Zuwanderungsgrund ist nicht nur die Einwanderung in die sozialen Sicherungssysteme, sondern unsere Arbeitsmärkte, in unsere Gesellschaft. Und das können andere Länder leicht überprüfen. Kanada, Australien, die machen das alle nie ohne Probleme, aber deutlich besser als Deutschland. Und ich glaube, dann diskutieren wir das nicht. Und wenn wir dann den zweiten Schritt gehen und den Leuten, die sich wirklich hier engagiert haben, integriert sind, arbeiten, die deutsche Sprache können, einen Handwerks- oder Gewerbeberuf, wenn man denen ein Angebot macht, wenn du dich einwandfrei verhältst, können wir nach 3 Jahren über deine Einberufung diskutieren. Beantragen heißt ja nicht sofort gewähren. Beantragen. Und dann ist das durchaus auch ein Zeichen zu sagen, ich trete in Konkurrenz mit den Nationen dieser Welt um die besten Köpfe dieser Welt, die nämlich zurzeit Deutschland meinen. Die besten Köpfe der Welt, die gehen nach Kanada, die gehen nach Australien, die gehen nach USA, die gehen in die nordischen Staaten und die meiden Deutschland. Und das ist ja auch der Brain Drain, den wir auch da haben. Wir müssen tatsächlich auch, wie gesagt, nochmal Spitzenkräfte anwerben. Aber gelingt uns das mit dieser Staatsbürgerschaftsreform? Weil aktuell haben wir ja, wenn ich es dann so zynisch zusammenfassen dürfte, kommen die Falschen und denen geben wir dann schneller eine Staatsbürgerschaft. Ja, wie gesagt, die können es beantragen und man muss es, also ich hätte es auch anders gelöst. Ich hätte vor allen Dingen die Prioritäten anders gesetzt. Und vor allen Dingen die Doppelstaatsbürgerschaft, die jetzt grundsätzlich erlaubt ist, Europäern ist das in Ordnung, ja, aber eine Doppelstaatsbürgerschaft, wo ich mich sozusagen für ein Land entscheiden kann, je nach meinem Gusto,
kann ich nicht für eine Integrationsleistung anerkennen. Das ist richtig. Wir kennen es in anderen Ländern auch. USA ist ja auch die Frage. Es gibt ja auch immer verschiedene Fallbeispiele. Aber wie gesagt, ich halte die Prioritätensetzung erstmal für falsch. Wir haben nicht das Problem mit der Einwanderung. Das Problem haben wir mit Zuwanderung illegaler. Das ist das, was die Bevölkerung ankäst. Und da hätten wir anpacken müssen. Und mit Integration. Das ist ja die Folge dessen, der ungesteuerten Migration. Mhm. Die fehlen Integrationsmöglichkeiten. Wir sprachen über Geld. Da hat auch mal jemand aufgeschrieben, dass uns die falsche Migrations- und Integrationspolitik 37 Milliarden Euro pro Jahr kostet. Ja. Haben Sie nicht 49 in der Welt? Migrationskosten pro Jahr? Ich glaube, da kommen die Bürgergeldkosten dann nochmal on top. Dann kommen sie auf diesen Betrag. Und dann kommen wir auch zu der anderen Forderung. Also jeder, der in Deutschland sich aufhält, arbeitsfähig ist und Bürgergeld bezieht, muss eine Gegenleistung bringen. In meinen Augen 25 Wochenstunden. All das muss man mal entspannt diskutieren dürfen. Und da kennen wir ja die Situation, dass da wieder die Aufschreie kommen. Wie kann man die Leute zur Arbeit zwingen? Es zwingt keiner, hier zu sein. Aber wer arbeitsfähig ist, der soll die Solidarität nicht nur in einer Weise versuchen zu bekommen, sondern auch etwas zurückgeben. Und deshalb halte ich da, es sind ja fast 4 Millionen Menschen, Bürgergeldbezieher, die arbeitsfähig sind. Selbst wenn wir nur die Hälfte bekommen, dann haben wir erstens eine Menge Arbeitskräfte, vielleicht auch Fachkräfte geworden und Aufgaben, die heute liegen bleiben, erledigt. Und wir entlasten in Größenordnungen auch unsere Haushalte. Aber die Realität zeigt jetzt dort, wo man anstatt Geld Karten verteilt und dann das Lebensmittel und das Notwendige über Karten sich kaufen muss, hauen die Asylbewerber ab und sagen, dann gehe ich in einen anderen Landkreis. Das ist in Thüringen gerade passiert. Ja, das ist ja toll, dass das funktioniert. Das Problem ist nur, der andere Landkreis ist immer noch in Deutschland. Genau. Insofern verlagern sich da nur die Kosten. Aber das konsequent anzuwenden, da wehrt sich ja auch die rot- und grüne Seite dieser Bundesregierung mit Händen und Füßen. Ja, aus so einem romantischen Ansatz. Und es ist ja völlig selbstverständlich, dass wir diese Leute mit Waren des täglichen Bedarfs versorgen. Aber es muss nicht in Bargeld sein. Und ich kenne die Geschichten von Bankern, von Leuten, die im Hintergrund Informationen haben. Das Geld fließt in großen Teilen tatsächlich ungebremst aus Deutschland heraus. Ja, natürlich. Wir bleiben gleich in Thüringen. Nämlich, mehrere Parteien haben am Wochenende ihre Spitzenkandidaten präsentiert für die Europawahl. Für die FDP tritt Marie-Agnes Strack-Zimmermann an, bekannt aus diversen Talkshows. Auch Sie, Herr Kemmerich, sind ja dieses Jahr Spitzenkandidat der FDP für eine Wahl, nämlich der Landtagswahl in Thüringen. Gemeinsame Wahlkampfveranstaltungen von Ihnen beiden, habe ich gelesen, wird es keine geben, weil es keine gegenseitige Unterstützung gibt, richtig? Nein, also erstmal muss man sagen, dass die eben von Ihnen genannte Kandidatin in Thüringen und in den angrenzenden Ländern Ostdeutschlands wenig populär ist, freundlich ausgedrückt. Und die Umstrittenheit ist jetzt nicht nur auf die Person bezogen, weil sie auch sich kritisch mir gegenüber geäußert hat, sondern hat ganz wichtige Fakten. Ihre Rhetorik zum Umgang mit der kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine ist monothematisch auf Krieg gerichtet. Sie spricht davon, den Krieg gewinnen zu wollen. Und die Leute in Thüringen zumindest, mit denen ich doch spreche, haben ein großes Störgefühl. Die sagen, und damit auch kein Missverständnis auftaucht, wir werden alles unternehmen, das ist jedenfalls die große, große Common Sense, wir werden alles tun, die Souveränität der Ukraine zu schützen. Aber was da fehlt, ist, dass wir die diplomatischen Wege offen halten. Und gerade in der Tradition von Genscher, in der Tradition, die uns aus dem Kalten Krieg herausgeführt hat, die dazu geführt hat, dass in Erfurt Freiheit herrscht, in Thüringen Freiheit herrscht, die ist über Diplomatie erreicht worden und nicht durch immer weitere Lieferung von Waffen. Und dann legt die Dame eine Rhetorik an den Tisch, wo viele Unterstützer, Wähler und auch Parteimitglieder sagen, das ist in Art und Wortwahl nicht eines Liberalen würdig. Und das sind so die Kritikpunkte. Herr Kemmerich, jetzt haben Sie sehr sachlich ausgeholt und sind mit dem Ukraine-Krieg gekommen. Aber wenn ich mir so ein bisschen den Zwist zwischen Ihnen anschaue, ist er doch etwas persönlicher. Hier ein Tweet von Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Lieber Thomas Kemmerich, du warst mal ein cooler Typ, der mit Engagement die FDP in das Landesparlament Thüringen zurückgeführt hat. Irgendwann bist du falsch abgebogen und nicht mehr umgedreht. Es wird Zeit, dass du jetzt die Ausfahrt nimmst. Das war vor über 3 Jahren, muss man dazu sagen. Es war klein eingeblendet, aber falls es mal überlegen würde. Also sie sieht es ja noch immer so. Zumindest sagt sie aktuell, und das war im Dezember, dass
Thüringen ist nicht die FDP. Nicht umsonst distanziert sich die FDP klar von der FDP Thüringen und gibt dieser auch keine Unterstützung. Ja. Liebe Agnes Strack-Zimmermann, vielen Dank für die Bestätigung unseres Weges in Thüringen. Ja, der Spruch war dann von mir, ja. Wenn man ja keine Feinde hat, braucht man nur noch Parteifreunde. Ne? Ja. Ja, da haben wir alle Erfahrungen, wahrscheinlich. Ja. Ja, ich meine, Sie sehen ja unsere entspannte Reaktion auf Ihre Äußerungen. Und bin ja nun auch im Rheinland geboren und jeder, der mich kennt, weiß ich, dass ich da also wirklich mit großer Gelassenheit über solche Äußerungen auch hinwegschauen kann. Wir haben eben über die Europawahl diskutiert und dort ist sie für Thüringen eben nicht eingeladen, als Spitzenkandidatin aufzutreten. Wenn sie ein Problem mit mir hat, geschenkt, sie ist mir nicht so wichtig, dass ich ein Problem für mich draus mache. Ich habe eine große Aufgabe, wir haben eine große Aufgabe als FDP Thüringen vor uns, nämlich am 1. September, da sind bei uns die Landtagswahlen, dafür Sorge zu tragen, dass die Partei, die wie keine andere für Individualismus steht, für einen eigengewählten Lebensentwurf, die Bildungssystem hochhält, die einfach sagt, wir leben die Freiheit, dass diese Partei auch ein parlamentarisches Fortkommen hat. Und dafür kämpfen wir die nächsten 7,5 Monate und dann werde ich mich da nicht beirren lassen durch Tweets auf verschiedenen Netzwerken. Frau Marie-Agnes Strack-Zimmermann bekommt von der Bundespartei 3,3 Millionen Euro für den Europawahlkampf. Wie viel bekommen Sie von der Bundespartei für den doch recht wichtigen Wahlkampf in Thüringen? Stand heute keinen Cent. Warum? Ja, das fußt angeblich noch auf die Wahl meiner Person am 5. Februar des Jahres 2020 zum Ministerpräsidenten des Freistaats Thüringen. Wer es vergessen hat, ich hatte eine Stimme mehr als mein Mitbewerber und die eine Stimme war im Zweifel meine eigene, wie Konrad Adenauer übrigens auch. Und wenn man mit einer solchen Wahl nicht einverstanden ist, dann steht in der Verfassung konstruktives Misstrauensvotum und keine Anrufe aus Südafrika oder Blumensträuße, die nicht in die hören in die Vase. Und ich könnte das jetzt so weiter fortsetzen. Wir können uns erinnern. Ja. Ja, und ich habe dann auch später gesagt, dass viele Leute mit diesem Umgang, mit diesem Verfahren oder mit dieser Angelegenheit ein großes Störgefühl haben. Und dann war der Herbst 2020, wo die Bundesspitze gesagt hat, solange Thomas Kemmerich Verantwortung für die FDP Thüringen trägt und als Spitzenkandidat auftritt, erfährt er keine Unterstützung. Ich habe das dann auch eingeräumt für das Wahljahr 2021, aber ich war nie davon ausgegangen, dass das so eine Art Ewigkeitsgarantie entfaltet. Und ich glaube, jetzt gerade hat auch die FDP Thüringen alle Unterstützung verdient, eben genau diese Mission zu erfüllen, wirklich die Freiheit da zu verteidigen und auch dafür Sorge zu tragen, dass die Extreme im Freistaat Thüringen nicht die Mehrheit weiterhin haben, wie es zurzeit der Fall ist. Zurzeit haben Linkspartei und die AfD, die ich beide für in den Rändern als extremistisch ansehe und auch grundrechtfeindliche Position vertreten. Ich verweise auf das Wahlprogramm und Parteiprogramm auch der Linken, die vom demokratischen Sozialismus sprechen und vielen, vielen Dingen. Wie gesagt, wir kämpfen darum, dass diese beiden Parteien keine mehr den Thüringen erlangen. Und ich denke, das ist ein mehr als ehrenwerter Kampf, der unterstützenswert ist. Ich darf Ihnen mal ein Angebot machen. Ich kenne mich ja mittlerweile in GoFundMe-Aktionen ganz gut aus. Vielleicht sollten wir für Sie auch eine starten, weil wenn ich mir diese Tweets jetzt durchlese und diese Anstandslosigkeit von unseren Politikern heutzutage, dann kann ich sagen, ich würde sie sofort wählen, schon aus Prinzip. Und ich würde sie auch bei einer GoFundMe-Aktion sofort unterstützen, schon aus Prinzip. Weil ich denke, Benehmen, Anstand, was ist los mit unseren Politikern? Ich darf so reden, ich darf auf den Tisch schauen, ich bin Aktivistin, ich darf. Aber eine Volksvertreterin, die so eine Position hat sich nicht so zu benehmen. Ganz ehrlich, also ich habe überhaupt keinen Respekt mehr vor ihr nach dieser Auseinandersetzung. Ich habe auch vor vielen Politikern keinen Respekt mehr, die bei TikTok Tanzvideos hochstellen und alles. Habe ich jetzt auch gerade so einen FDPler im Hinterkopf, der gerade sich sehr gefreut hat für 15 Milliarden Euro Steuerentlastung, während die Landwirte auf den deutschen Straßen demonstriert haben, war vielleicht nicht gerade der perfekte Zeitpunkt, um ein fröhliches Tanzvideo abzusetzen. Aber Herr Kemmerich, Sie würden mit Sicherheit mehr Unterstützung bekommen, wenn Sie jetzt nicht nur sagen, ich mache da nicht mit den Rändern mit, sondern als Steigbügelhalter für Rot und Grün sind die Bürger wahrscheinlich in Thüringen auch nicht so gerne bereit, die FDP zu wählen. Das ist, glaube ich, die zweite Herausforderung. Also insofern haben Sie es nicht einfach. Ne? Das ist richtig. Also ich habe auch letzten Sommer gesagt, auf die Frage,
Bündnis mit den Grünen habe ich abgelehnt, das werden wir auch weiter ablehnen. Also ja. Die Grünen sind in Thüringen noch ökoradikaler, als man sie in Berlin kennt. Das reicht ja hier schon. Und auch sehr linkslastig. Also insofern gibt es von uns die klare Aussage, nicht mit AfD, nicht mit Linkspartei und nicht mit den Grünen. Das verengt natürlich die politische Möglichkeit. Ja. Aber trotzdem ist es, ich denke, eine Frage von Zuverlässigkeit, dass jeder genau weiß, darauf kann ich mich einrichten. Und wenn ich eben freie demokratische Parteipolitik in Thüringen durch Thomas Kemmerich haben will, dann kann er nur eins wählen, Thomas Kemmerich direkt. Und nicht, ja, dann muss er mit denen mal zusammen machen. Denn dann kommt ja eins raus, was wir erleben die letzten Jahre. Du wählst deine Partei und am Ende kommt irgendwas raus, was damit überhaupt nichts mehr zu tun hat. Immer so eine Melange aus allem, so eine undurchsichtige Masse. Das Schöne ist ja, den Druck von der Zentrale, jetzt mach mal mit Grün, den wird es wahrscheinlich bei Ihnen nicht geben. Ja, bei Ihnen, Herr Kemmerich, wird schon schwierig einzuziehen. Wir schauen mal auf die aktuellen Umfragewerte. Dort liegt die AfD mit 33,3% auf Platz 1, die CDU mit 20% auf Platz 2. Herr Vogt ist dort Spitzenkandidat, wer es nicht weiß. Die Linke, die aktuell den Ministerpräsidenten stellt, Bodo Ramelow, ist auf Platz 3 mit 15%. Dahinter das Bündnis Sarah Wagenknecht, die meiner Meinung nach noch keinen Spitzenkandidaten für Thüringen festgelegt hat, mit 11,1%. Dann die SPD mit 7,4%, die Grünen mit 5,0% und Sie, Herr Kemmerich, liegen bei 3% und eventuell, wer noch nicht mit eingeplant ist, Stand jetzt, ist Herr Maaßen mit der Werteunion. Die könnten auch noch mal Ihnen oder der CDU 1, 2, 3 Prozentpunkte wegnehmen. Vielleicht auch der AfD oder der SPD. Ich glaube schon, dass die der AfD gut was wegnehmen werden, aber auch der CDU. Ja. Oder komplett scheitern kann ja auch passieren. Ja, das ist die Momentaufnahme heute. Und ich meine, wir erleben ja eine unheimlich aufgeregte Gesellschaft. Und die Fragen hinter den Neugründungen sind ja oft so formuliert, können Sie sich vorstellen, dass? Sie haben es gesagt, am Ende muss man sehen, wer ist am Ende wirklich Spitzenkandidat, Spitzenkandidatin? Welches Programm steht da? Ich erlebe jetzt auch Mittelständler, die sagen, ich finde das mit der Wagenknecht ganz interessant. Ich sage, da lese mal bitte den Lebenslauf etwas länger nach hinten, dann weißt du, wo sie herkommt. Sie mögt jetzt keine Ultra-Stalinistin mehr sein, aber sie war eine linke Politikerin. Maaßen muss sich erstmal beweisen, meint das wirklich ernst für Thüringen? Auch welches Programm steht da im Vordergrund? Und ich glaube, gerade uns Liberalen wird da wenig schaden, weil er ficht darum, was Sie eben gesagt haben. Und diese Zahlen bilden ja zurzeit den Frust auf Berliner Politik ab. Und wir haben zum Beispiel in Sachsen-Anhalt gesehen vor gut 2 Jahren, da lag zum Schluss Hasselhoff und die AfD angeblich Kopf an Kopf. Am Wahltag war die CDU mit 12% vorne, weil der Wähler dann, und da bin ich vom Thüringer Wähler genauso überzeugt, sehr strategisch genau mit seinen 2 Stimmen weiß, was er zu tun hat, nämlich eine Zukunft für Thüringen zu wählen. Und ich denke, wir können ein gutes Angebot machen, weil unsere Haltung zu den politischen Entscheidungen, gerade der rot-rot-grünen Regierung und des immer noch amtierenden Ministerpräsidenten, ganz klar ist. Er konterkariert jede Entscheidung im Bundesrat kontra Verschärfung des Asylrechts. Er sorgt für die langen Verfahrensdauern. Er überzieht den Mittelstand mit noch mehr Erfüllungsbürokratie, als es überhaupt notwendig wäre. Das Schulsystem ist desaströs. Es fällt so viel Unterricht aus, Bildung findet einfach viel zu wenig statt. Und dann kommt ein Fakt dazu, der sitzt vor Ihnen. Ich bin in Thüringen ziemlich bekannt mit gemessenen 80%, wer immer so etwas zählt. Und genauso hat jemand ermittelt, dass ich 21% politischen Zuspruch habe. Und andere Wahlen in anderen Ländern, Kollege Wolfgang Kubicki zum Beispiel, hat immer bewiesen, dass der Spitzenkandidat am Ende auf das Wahlergebnis der Partei doch sehr entscheidend einzahlt. Und insofern werde ich nicht müde und sage sehr selbstbewusst, mein Wahlziel und auch das Wahlergebnis, was ich sehe, liegt zwischen 8 und 10%. Das ist so ungefähr die Hälfte von meinem Popularitätswert. Und da sagen mir Demoskopen, die dieses Geschäft seit Jahren machen, da kommst du auch hin. Okay. Vielleicht kommt ja Wolfgang Kubicki zu Ihnen. Das wäre doch mal was. Den Mut könnt ihr ja mal zeigen. Gehen wir mal davon aus, Sie schaffen es vielleicht sogar rein mit 5 oder 6%. Ich halte fest, Sie schließen eine Zusammenarbeit mit der AfD aus. Sie schließen eine Zusammenarbeit mit den Grünen aus. Sie schließen eine Zusammenarbeit mit Sarah Wagenknecht aus. Habe ich es richtig verstanden? Nee, mit den Linken kommen Sie nicht zu. Aber Sie haben ja auch jetzt gerade gesagt zu Sarah Wagenknecht, wenn man sich hier Partei anschaut, muss ich sagen, Sie schließen dann relativ viel aus, dass eine Koalition mit Ihnen
relativ schwierig wird. Also erstmal ist das Ziel und die Vision für Thüringen, mhm, am Ende mit einer sogenannten Deutschlandkoalition, also bestehend aus FDP, CDU und SPD, mhm, wie es in Sachsen-Anhalt auch regiert, die Geschicke des Landes gestalten kannst. Klar ist es ein angestrebtes Ziel, dass das mehrheitsfähig wird. Und dann heißt es nur für jeden Partner etwas zuzulegen. CDU ein bisschen, SPD ein bisschen, wir, das, was ich eben gesagt habe. Und ich glaube, die Grünen haben sehr, sehr schwer, in den nächsten Thüringer Landtag zu kommen. Werteunion wird auch schwer, 5% zu holen. Ich glaube, eine gewisse Röhrchenwirkung bei Sarah Wagenknecht und der Linkspartei wird eintreten. Also insofern ist es möglich, mit 44% der Stimmen die Mehrheit im Landtag zu erreichen. Wenn das nicht klappt, plädiere ich auch hier für eine Minderheitsregierung. Und zwar aber aus der Mitte der Gesellschaft, aus der Mitte des Parlaments. Und dann kann man doch erstmal, wie gesagt, ich kenne auch kein Programm von Frau Wagenknecht, aber warum soll man dann nicht mit Frau Wagenknecht mal, also mit der Partei oder mit dem Bündnis, wenigstens politisch mal reden? Es muss nicht immer sofort eine Koalition sein. Sie haben angesprochen, wenn alle Parteien der Deutschlandkoalition noch ein bisschen aufholen. Glauben Sie, gelingt Ihnen das tatsächlich? Ich würde gerne entgegnen, so ein bisschen ein Problem in Thüringen ist, dass Sie alle auftreten mit dem Claim Höcke verhindern. Und es dann doch für die breite Masse dadurch so ein Einheitsbrei wird. Die Mitte, die sind sowieso alle gleich, die würden alle zusammen koalieren, nur nicht mit der Linkspartei, einfach nur um Höcke zu verhindern. Und dadurch bekommen die Bürger den Eindruck, die sind doch alle gleich. Ich möchte nämlich auf die Wahl von gestern zurückkommen. Da hat ein gewisser Herrgott, Herr Herrgott, die Stichwahl gewonnen, ist Landrat geworden. Es war der Kandidat der CDU, aber gegen den Kandidaten der AfD mit einer ganz knappen Mehrheit von 52%. Und alle anderen Parteien haben sich für Herrn Herrgott ausgesprochen und sozusagen für ihn mobil gemacht. Das kann man gut zusammenfassen in einem Tweet von Ihnen, Herr Kemmerich. Schauen wir uns den mal an. Ich muss ja vorlesen. Der ist jetzt sehr klein gedruckt. Und der neue Landrat. Ja, der neue Landrat ist Christian Herrgott. Genau. 2200 Stimmen ist Vorsprung. Schwer zu lesen, aber ich habe es geschrieben. Danke für den engagierten Wahlkampf, MDR. Und dann werden verschiedene Zeitungen genannt, wie die Ostthüringer Zeitung, Antenne Thüringen und so weiter. Warum bedanken Sie sich eigentlich bei den Medien für den engagierten Wahlkampf? Oder habe ich Sie hier falsch verstanden? Haben Sie mich falsch verstanden. Ich habe mich bei Herrn Herrgott bedankt für seinen Wahlkampf, der nun wirklich da sehr viel Zeit, notwendigerweise sehr, sehr viel Zeit investiert hat und am Ende auch dafür Sorge getragen hat, dass am Ende der Kandidat der CDU gewonnen hat. Jetzt muss ich ein paar Dinge aber mal noch rückwärts noch aufräumen. Also erstens ist es völlig selbstverständlich, dass bei einer Stichwahl zwischen einem Kandidaten 1 und 2, wenn jemand von der CDU kandidiert, dass die Empfehlung der FDP dann für den CDU-Kandidaten gilt. Würde ich genauso aussprechen, wenn auf der anderen Seite SPD-Linkskandidat oder wer auch immer stehen würde. Ich trete nicht mit dem Slogan auf gegen Höcke. Ich sage auf, ich mache Politik, die Höcke überflüssig macht. Und ich sage auch den Leuten, überlegt euch, wen ihr da wählt. Ist er gut und seine Politik gut für Thüringen? Das muss ja erlaubt sein in der konkreten Auseinandersetzung. Wir hatten es eben zum Thema ausländische Studenten an Universitäten. Will er verbieten. Fracking-Gas will er verbieten. Das sind viele Dinge, die einfach den Wirtschaftsstandort Thüringen verschlechtern werden. Und wenn ich mit den Leuten diskutiere und die ihre erste Wut auch geäußert haben und ich dann sage, erwartest du tatsächlich von der AfD und mit ihrem Frontmann Höcke positive Veränderungen für den Freistaat, sagen mir viele, nein, ich erwarte da nichts. Da sagt die eine Hälfte, ist mir egal, es muss jetzt einfach mal was passieren. Das ist die eine Sicht der Dinge. Die andere Sicht ist aber dann, die Leute sehr konkret sagen und nachdenklich werden. Und ich habe es eben zitiert, Sachsen-Anhalt. Am Ende haben die Leute doch dem bekannten Kandidaten Haseloff ihre Stimme gegeben. Und so erwarte ich, dass die Leute auch darüber nachdenken und eine bessere Entscheidung treffen, nämlich die beste, die sie treffen können, Kemmerich zu wählen, weil es besser für Thüringen ist, als Höcke zu wählen. Wir wollen nicht hoffen, dass Sie wie in Sachsen-Anhalt dann den Ministerpräsidenten wählen, nicht? Und dass Sie dazu dann auch noch einen Beitrag leisten. Also zumindest, das wäre also doch ein gemeinsames Ziel, dass wir diesen ehemaligen sozusagen SED-Nachfolger Ministerpräsidenten, dass der dessen Amtszeit nun endlich beendet. Herr Fahrenholz, also die Ramelows Amtszeit ist beendet. Jetzt auch durch das Erstarken oder Auftreten von dem Bündnis Sarah Wagenknecht steht die Linkspartei bei 15%. Also er ist so weit weg von einer erreichbaren Mehrheit. Was man den Leuten natürlich auch sagen muss, Vorsicht,
wenn ich mal addiere, Sagenknecht-Bündnis, Linkspartei, SPD und Grüne, also Fortsetzung von Rot-Rot-Grün plus Addition, welche Farbe man Frau Wagenknecht geht, da sage ich den Mittelständlern, sage ich den Bürgern, sage ich den Bildungsbürgern, sage ich den Verantwortlichen in Thüringen, passt mal auf, dass wir nicht eine Fortsetzung Linksregierung 3.0 kriegen mit einem weiteren Sprengel. Die Gefahr sehe ich dann eher, aber ich glaube, da wird dann auch ein sehr heißer Kampf um die Führung ausbrechen. Aber eine linke Mehrheit in Thüringen sehe ich nicht. Sie haben mit Stimmen der CDU und der AfD zusammen die Grundsteuer gesenkt in Thüringen. Nein, es war ja wie folgt. Wir haben, die CDU hat einen Vorschlag gemacht, die Grunderwerbsteuer auf 5% abzusenken. Wir haben Monate, Wochen davor einen Vorschlag gemacht, sie auf 3,5% abzusenken und haben entsprechend dem CDU-Vorschlag zugestimmt. Und die AfD letztlich auch. Fakt ist nicht, wir haben mit denen durchgebracht, sondern Fakt ist... Habe ich auch nicht gesagt. Mit den Stimmen wurde das beschlossen. Ja. Mir geht es um einen anderen Punkt. Es geht ja darum, Herr Ramelow hat eine Minderheitsregierung in Thüringen. Sind Sie nicht eigentlich Ihren Wählern verpflichtet? Und genau dasselbe würde ich jetzt Mario Vogt fragen, wenn er hier sitzt. Sämtliche Anträge, das ganze Parteiprogramm von Ihnen beiden eigentlich zur Abstimmung zu bringen und zu schauen, wo kriege ich Mehrheiten? Weil eigentlich sind Sie ja beiden Ihren Wählern verpflichtet, die Ihnen Ihre Stimme gegeben haben, weil Sie sie für Ihre Politik gewählt haben. Und eigentlich könnten Ihre Wähler von Ihnen beiden verlangen und erwarten, dass Sie, ähnlich wie bei der Grundsteuer, sämtliche Punkte, für die Sie sie gewählt haben, auch zur Abstimmung bringen. Das können Sie erwarten. Herr Vorbach, erinnert sich unsere Diskussion im März letzten Jahres hier eine Etage tiefer. Da kam noch ein Riesenaufschrei, als ich gesagt habe, ich werde die Programmatik der Freien Demokraten und unsere Überzeugung zur Abstimmung stellen. Und wenn am Ende die Zustimmung von der falschen Seite diese gute Idee erfährt, dann ist es trotzdem immer noch eine gute Idee. Ich kann mich an nicht viele Abstimmungen erinnern. Doch, wir haben das Waldgesetz jetzt ändern lassen. Und zwar in der Form, dass bei einer Umwidmung einer Waldfläche die Aufforstung im Vordergrund steht. Um insbesondere die feuchten grünen Träume zu beenden, dort Windkraftanlagen aufzustellen. Dort wurde dann zitiert, dass wir gegen den Willen der Regierung etwas durchgesetzt haben. So ich das mal gelernt habe, hat die Regierung keinen Willen zu haben, sondern ist die Exekutive von dem, was Parlamente entscheiden. Also so pervertiert das Ganze. Und wir werden die nächsten Wochen und Monate, ich glaube, wir haben auch 6 Sitzungswochen, weiter freidemokratische Ziele verfolgen. Wir werden es genau anschauen, wenn die Christdemokraten Anträge stellen oder wenn überhaupt gute Ideen ins Parlament kommen. Was wir für gut halten, dem werden wir unsere Zustimmung geben. Ich würde vor einem auch da Vorsicht bei der AfD. Die spielen mit Mehrheiten. Als wir hier saßen in ihrer Sendung vor einem Jahr, hat ein Vertreter der AfD sofort getwittert hinterher, wir sind doch nicht der Mehrheitsbeschaffer von Herrn Kemmerich. Also diese Selbstverständlichkeit, dass jede Idee von der FDP automatisch eine Zustimmung von dieser Partei erfährt, ist hanebüchen. Nee, aber mir geht es darum, dass man es probiert an Ihrer Stelle. Das sind Sie ja Ihren Wählern verpflichtet. Mich würde noch interessieren, stimmt es, dass Bishan Cesarei bald nach Erfurt fährt, um mit Ihnen zu reden? Also ich habe das auch im Pioneer gelesen. Ich habe Bishan gestern kurz gesprochen auf dem Parteitag. Da war das nicht Gegenstand des Gesprächs. Bijan hat immer, unser Generalsekretär, immer eine herzliche Einladung nach Thüringen. Wie es seine Zeit zulässt, werden wir sehen. Und ich glaube, das lässt sich dann auch nicht verbergen. Und wir begrüßen herzlich in Thüringen. Okay, also stimmt's oder stimmt's nicht? Also es gibt keinen Termin. Okay, aber wenn Sie mit ihm reden, merken Sie, dass er vielleicht das Interesse hätte, die Beziehung zu Thüringen etwas zu kitten? Also im Gegensatz zu manch anderem möchte ich gar diese Familienstreitigkeiten nicht in der Öffentlichkeit austragen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass nicht jeder in der Partei der Freien Demokraten, auch auf Berliner Ebene oder in vielen Teilen Deutschlands, glücklich mit den Entscheidungen ist, Thüringen FDP und Thomas Kemmerich nicht zu unterstützen. Herr Zastrow, Holger Zastrow, langjähriger Chef der FDP Sachsen, ist gerade sehr medienwirksam ausgestiegen aus der FDP. Können Sie es nachvollziehen? Ich kann den Ärger nachvollziehen, die seine Motivation begründet hat. Weil diesen Ärger höre ich oft von vielen Parteifreunden, von vielen Sympathisanten. Was ich nicht nachvollziehen kann, und das gebe ich auch jedem mit zu bedenken, ist der Austritt. Denn wenn ich genau das ändern will, was er moniert, dann muss ich in der Partei um Mehrheiten kämpfen. Muss ich auf den Parteitagen von Bezirksebene auf die höheren Ebenen mich dafür einsetzen, dass wieder andere Politik gemacht wird. Und mit jedem Austritt wird das, was er anmahnt, das, was viele kritisieren, was ich ja auch kritisiere an Entscheidungen,
die wir in Berlin zulassen oder teilweise mittreffen, wird es schwerer, diese zu drehen, wenn ich dafür keine Mehrheiten in den Parteigremien habe. Ich glaube, Zastrow hat jahrelang gekämpft und hat jetzt festgestellt, dass er eben wie gegen Windmühlen kämpft. Und deswegen hat er diesen Austritt jetzt vollzogen. Das muss einem schon ein bisschen zu denken geben. Für mich ist es wirklich nicht verständlich, dass nicht irgendjemand in Berlin in der Zentrale der FDP verhindert hat, dass dieser Mann, der in Sachsen ja wirklich eine große Rolle gespielt hat, den Austritt zu verhindern. Das ist ein echter Schwachpunkt, aber wir wissen ja, über wen wir da sprechen. Da würde mich interessieren, wer steht Ihnen politisch eigentlich näher? Mit wem könnten Sie eigentlich politisch besser zusammenarbeiten? Ist es Christian Lindner oder ist es Hubert Aiwanger? Das bleibt Christian Lindner bei allen Differenzen, die wir haben. Aber ich finde auch Hubert Aiwanger als Politiker durchaus interessant und hat auch einen meinungsstarken Wahlkampf geführt in Bayern. Ja. Aber von der Grundhaltung ist er eben kein Liberaler. Ja, aber der würde nicht in Ihr Zimmer kommen und sagen, mein lieber Kemmerich, du oder ich. Nein, aber Hubert Aiwanger ist ja kein Liberaler. Ich meine, ich will ihm nichts absprechen, aber er steht für eine gewisse politische Haltung, die aber nicht meiner entspricht. Insofern stellt sich die Frage sich nicht. Aber er möchte bundesweit erfolgreich werden im nächsten Jahr. Und Herr Palmer kandidiert ja auch für die Freien Wählern, hat in dem Interview gesagt, er ist zwar der Partei nicht eingetreten, aber ist bereit für sie zu kandidieren. Es ist auch bekannt, dafür sucht Herr Aiwanger ganz deutschlandweit in jedem Bundesland tolle Vertreter, die schon einen guten Ruf haben bei der Bevölkerung. Sie würden ein bisschen ins Beuteschema passen, sage ich jetzt mal so. Das mag sich Herr Aiwanger so ausdenken, aber ich bin nicht beutebereit. Also nein, das fällt aus. Ich stehe in der Tradition von Genscher, von Scheel, von Otto Graf Lambsdorff und bin Liberaler und werde das immer bleiben und ich werde das Parteibuch nicht abgeben. Okay. Also auch wenn die Bundespartei Sie noch so knüppelt und stiefmütterlich behandelt, Sie bleiben in der FDP und werden sich niemand anderem anschließen, egal wie die Wahl ausgeht. Von meiner Großmutter hatte ich mal gelernt, viel Feind, viel Ehr. Also insofern, das trage ich mit Fassung und ja, mit großer Motivation. Gerade in Thüringen zu beweisen, dass wir mit unserer Art Politik zu machen, die Freiheit wirklich vor Ort verteidigen, wo sie vielleicht am schwierigsten zurzeit den Deutschen zu verteidigen ist. Es gibt kein Parlament, was so ausgeprägt ist wie das Thüringer Parlament mit diesen zwei Antipoden. Und da zu stehen, und da muss ich auch den Dank und Respekt allen meinen Leuten in Thüringen geben, da zu stehen und stehen zu bleiben und auch die Schläge abzufangen, die wir von der Bevölkerung bekommen, die wir aus Berlin bekommen. Respekt vor allen, die da an meiner Seite stehen und unserer Seite stehen. Und deshalb nochmals, wir werden einen tollen Wahlkampf machen und die Wette gilt, 8% und mehr. Mhm. Frau Sramadani, bevor wir die Sendung beenden, Sie haben angesprochen, Herr Kemmerich sollte auf GoFundMe nach Parteispenden sozusagen suchen. Für seinen Wahlkampf, Sie haben selber eine Aktion gerade am Laufen, weil Sie nicht Werbung machen dürfen für ein Buch. Skurrilerweise ist es nicht Ihr Buch, sondern das Buch von Monika Gruber. Und der ganze Streit ging los, weil Rechte jetzt stricken, beziehungsweise Nazis jetzt stricken. Was ist da los? Naja, es ist ganz einfach. Monika hat in ihrem Buch im falschen Film eine Bloggerin zitiert und diese Sache, ihr Zitat, satirisch aufgearbeitet, was einfach ihre Aufgabe ist als und ihr Job ist und das Buch auch pure Satire ist. Und da ging es darum, dass diese Bloggerin geschrieben hat, Anfang letzten Jahres getwittert hat, dass rechtsradikale Frauen die Hobbyszene unterwandern und dass man aufpassen soll, wer sich da alles rumtreibt und gerade die Strickszene besonders davon belastet ist. Und das hat natürlich, ja, wir lachen jetzt alle, das ist auch sehr amüsant. Strickszene, ganz gefährliches Pflaster, die sind bewaffnet mit zwei Nadeln. Und Monika hat das großartig in ihrem großartigen Buch aufgearbeitet.
Und daraufhin hat sie sich dann kurz vor Weihnachten, hat diese Bloggerin das mitgekriegt und hat einen Shitstorm in der digitalen Welt aufgerufen. Und es gibt bis jetzt eine Hetzkampagne gegen Monika. Und sie wird als Rechtsaußen, als Rechtsradikale, als Nazi, alles, was man sich vorstellen kann, wird ihr vorgeworfen, was sie einfach nicht ist. Allein schon, wenn man sieht, dass sie gerade die Patentante von Mädchen wird, die einen halben Migrationshintergrund haben und mir gegenüber nie rassistisch war. Naja, es war so, dass ich mich natürlich nicht nur neben meine Freundin gestellt habe, sondern mich auch vor sie gestellt habe und weder die Sache groß erwähnt habe, noch diese Bloggerin gepostet habe, sie erwähnt habe in meinem Posting bei Facebook, sondern ich habe einfach unsere beiden Bücher beworben, habe geschrieben, dass gegen Demokratiefeinde und gegen die neuwoke Ideologie, wer dagegen was tun kann, tun will und sich vor allem informieren will, sollte unsere Bücher kaufen. Das Amüsante ist, wenn man bei Amazon nachsieht nach diesen Büchern, dann kommen unsere beiden Bücher immer zusammen. Die werden sehr häufig gekauft. Und ich fand das schön. Erstens sind wir so gut befreundet. Zweitens werden unsere Bücher immer zusammen beworben. Also habe ich das auch so gemacht. Jetzt war es so, dass ich vor 2 Wochen eine Unterlassungserklärung bekommen habe. Ich darf keine Werbung für unsere Bücher machen. Und ich muss zusichern, dass Monika und ihr Buch nicht weiter beworben werden. Also ich darf keine Werbung machen und ich muss per Unterlassungserklärung zusichern, dass Monika und ihr Co-Autor diese Zitate und auch sie nicht weiter erwähnen. Was völlig absurd ist, weil ich kann nichts zusichern, was andere Autoren schreiben oder wie sich andere Menschen äußern. Da habe ich doch nichts mit zu tun. Also es ist eigentlich nur, man sieht, sie wollen einen unter Druck setzen. Das ist etwas, sie wollen nicht mundtot machen. Welche Summen? Naja, die Summe ist, sie will 20.000 Euro von mir als Schmerzensgeld haben, weil ich mit der Werbung für unsere Bücher ihre Persönlichkeitsrechte verletzt haben soll. Und zusätzlich kommen dann noch 2.000 Euro Rechtsanwaltskosten für dieses Schreiben. Und der Gegenstandswert beläuft sich auf 75.000 Euro. Es kommen noch zusätzliche Schadensersatzansprüche und Schmerzensgeld hinzu. Das steht schon in dem Anwaltsschreiben drin. Und jetzt am Donnerstag ist die einstweilige Verfügung, der Antrag auf einstweilige Verfügung mir zugestellt worden, meinem Anwalt zugestellt worden. Und es ist jetzt von denen ein Verfahren beantragt worden. Und wir werden uns natürlich dagegen wehren. Mein Anwalt wird das da natürlich auch einen Widerspruch gegen einlegen. Das Problem, ich musste eine GoFundMe-Aktion starten, weil ich gar nicht in der Lage bin, finanziell diese hohen Rechtsanwaltskosten zu tragen. Und das weiß die Gegenseite auch. Ich bin eine kleine Autorin. Die Corona-Zeit als Selbstständige hat mich mein ganzes Erspartes gekostet, weil ich einfach nicht arbeiten konnte. Ich konnte keine Veranstaltung machen, ich konnte keine Lesung machen, ich konnte nicht nach Österreich reisen, um dort zu arbeiten. Das war alles gar nicht möglich. Und das als Mutter von 2 Töchtern. Also ich bin finanziell gar nicht in der Lage und ich habe keine Organisation oder Vereine, die mich da finanziell unterstützen. Und ich muss sagen, ich bin so dankbar und ich bin baff, wie Menschen helfen. Auch wenn sie kein Geld haben, entweder teilen sie es oder sie überweisen auch nur 5 Euro, um zu zeigen, hier, wir stehen hinter dir, wir stehen hinter unserer Demokratie, wir stehen. Wo kann man das machen? Wo kann man das machen? Haben wir schon eingeblendet. GoFundMe haben wir schon eingeblendet. Das ist wirklich großartig. Und ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie beeindruckt ich bin von unserer Gesellschaft. Und das zeigt mir einfach, dass die Menschen dort draußen sich nicht unterdrücken lassen, sich nicht mehr bedrohen lassen und dass die Mitte der Gesellschaft keine Demokratiefeinde sind, sondern das ist die Mitte der Gesellschaft und wir werden uns nicht mundtot machen lassen. Und
Deswegen, also GoFundMe, ich kenne mich da sehr gut aus. Ich würde Sie jederzeit dabei unterstützen. Schon das Prinzip. Kommen wir gerne darauf zurück. Ja, also, wie man gehört haben, die Leute tun es. Sie machen es das, obwohl die Heizkosten so gestiegen sind und die Stromkosten. Ich muss jetzt leider hier die Sendung beenden, sonst bekomme ich eine Schadensersatzforderung von Herrn Kemmerich. Der muss nämlich pünktlich zu seinem Konzert. Wir haben ein bisschen überzogen, es tut mir sehr leid, aber ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Sehr gut. Trotzdem, es hat mich sehr gefreut, dass Sie zu Gast waren in der Sendung. Alle, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und Sie, liebe Zuschauer, ich hoffe, es hat Ihnen auch gefallen. Schreiben Sie es uns in die Kommentarspalte, abonnieren Sie unseren Kanal, teilen Sie diese Sendung mit Ihren Freunden. Seien Sie das nächste Mal mit dabei. Eine neue Ausgabe, die gibt es schon am Mittwoch. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Abend und vergessen Sie auf gar keinen Fall, Sie stimmen so, wie Sie sind, auch wenn Sie stricken, das Ganze ideologisch oder ideologiefrei. Kommen Sie gut durch den Abend, seien Sie das nächste Mal wieder mit dabei. Schönen Abend.